This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes, to the new world order. Hey, 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 danke Werner für diese fantastische Einleitung. Ich dachte ja eigentlich erst Kimi wäre da, aber der Werner hat sich da hinten jetzt hier in der Technik breit gemacht, stimmt es? Jawohl, Detlef. Ja, klasse. leider an die Kimi-Fans, es hat leider wieder nicht geklappt heute, ja, aber ich denke die nächste Woche, Detlef. Ah ja, gut, okay, jeder braucht mal auch eine kleine Pause. Hier ist der Detlef von Wake News Radio und wir haben heute den 21. Juni 2012 mit heißen Themen, wie immer. Kennt ihr was anderes von Detlef und Wake News oder Orky Talk? Immer heiße Themen, gell? Und da nochmal meinen herzlichen Dank ans Orky Talk Team gleich am Anfang. Ja, und wir hatten also die letzte Sendung am Dienstag hier bei Orky Talk und haben dort über, ja, nicht nur aktuelle Ereignisse gesprochen, sondern auch natürlich über alle die Dinge, die im Universum stattfinden. Soweit wir das natürlich nur mitkriegen, ne? Wir kriegen ja nicht alles mit. Man denkt immer, ich wüsste alles, ich weiß natürlich auch nicht alles, aber es gibt immer hochinteressante, brisante Sachen. Übrigens auch noch hier einen kleinen Hinweis, habe ich gerade entdeckt. Das werdet ihr ja sicher in Erinnerung haben. Es wurde ja so ein Objekt hier in der Baltischen See, das liegt zwischen Norwegen und Schweden, Teil eben, wenn man so will, der Ostsee, ein Objekt gefunden, ne? 60 Meter im Durchmesser und ich weiß nicht, wie hoch das jetzt war, aber ein paar Meter in der Höhe, was also merkwürdige Formen hat, wie ein UFO ausschaut, mit einer Spur, die davor lagert, die also so aussieht, als wie wenn es eine Fahrbahn, eine Landebahn oder eine Bewegung gewesen wäre, die dieses Objekt möglicherweise gemacht hat, als es dort zu liegen kam. Und es soll auch noch ein zweites solches Objekt geben in der Nähe. Und die haben sie jetzt sogar Tauchgänge gemacht. Das war auch interessant, denke ich. Wo auch Filmaufnahmen zur Verfügung stehen. Ich habe leider das letzte jetzt noch nicht angeschaut, aber da steht zum Beispiel drin, es wird vermutet, dass von diesem Objekt aus irgendwelche Strahlungen, Frequenzen hochgehen, die EMPs verhindern. Ja, EMPs, elektromagnetische Impulse, die dazu führen können, dass wenn das geschieht, und das, da gibt es verschiedenste Ursachen, dass mit einmal also alles zum Erliegen kommt, was Elektronik, Elektrik und so weiter ist. Ja, etwas, wovor ja auch hier unsere DIMMs, die dominante Irrsinn, die Minorität, wie ich sie nenne, die Eliten, wie sie andere nennen, heftigst Angst haben, weil wenn das passieren würde, es zu einem EMP käme, den sie nicht kontrollieren können, dass dann also ihr ganzes System zusammenbricht, ne? Dann ist das Schuldgeldsystem schwupps weg, weil es überhaupt keine Impulse mehr in den Computern gibt von den verschiedenen imitierenden Privatbanken. Na gut, das nur so am Rande. Ich bleib da auch dran und das lohnt sich da vielleicht auch nochmal bei der nächsten Sendung mal drauf einzugehen und so weiter. Aber heute ist noch ein ganz anderes Thema wichtig und der Werner wird jetzt ganz verzweifelt sein, aber ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, weil ich also während dieser ersten Stunde, weil ich etwas vorlesen möchte, nämlich einen neuen Bericht von mir bezüglich meiner eigenen Angelegenheit wegen der Pressezensur. Und das wollte ich mal im Detail vorlesen, weil es gerade erst fertig wurde und hochbrisant und interessant ist. Und letztendlich wollen wir das ja auch dann bei möglicherweise YouTube auch hochladen. Deswegen also schön zuhören und dass wir schön die Aufnahme hinkriegen, gell? Werner, ist das okay? Das geht völlig in Ordnung, Detlef. Bitteschön. Super. Und dann habe ich natürlich noch einen Attentat auf den lieben Werner vor. Nämlich im Anschluss danach, wenn ich das vorgelesen habe, die neuesten Informationen zu meinem Fall, habe ich noch einen Gast, der das mit mir kurz diskutieren will, auch in Hinsicht auf Pressefreiheit und so weiter, Pressezensur. Und zwar ist das wieder unser Dr. Werner Ratnikow. Den kündige ich jetzt hier schon mal an. Der hat sich möglicherweise schon eingeloggt, wenn es nicht klappt, über Mumble. Vielleicht können wir den dann über Skype reinnehmen. Aber erst eben, wie gesagt, nach dem Vorlesen. Und er hat ja auch so ein bisschen den Rechtsblick dazu und andere Erfahrungen aus dem Pressebereich. Das tun wir dann mit hineinmischeln, wenn das okay ist, Werner. Das ist absolut okay. Ich schaue mal da. Ich glaube, das ist sogar schon gekommen, der Dr. Ratnikow. Ja. Detlef, wir haben jetzt im Wartebereich schon etwas länger der Mode Zuckerrohr und der Schlemilsen. Ja, ich würde sagen, Schlemilsen und Zuckerrohr, ihr müsst euch noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, denke ich mal, ein bisschen gedulden.
Und dann kommt ihr hoch in den Sprechbereich. Ich hoffe, ihr könnt noch so lange warten und ihr seid nicht böse, ja. Und dann würde ich sagen, Detlef, dann gib mal Gas, ja. Ja, ich danke dir, Werner, und auch allen Zuhörern natürlich, die von Orky Talk hier eingeschaltet haben oder vom Wake News Radio kommen oder natürlich irgendwie ganz neu dabei sind. Warum denn auch nicht? Das ist doch klasse. Und ihr dürft natürlich auch weiterhin alle Funktionen von Orky Talk nutzen, ob es Mumble ist, kommt da ruhig rein und oder ob es der Chat ist bei Orky Talk oder der Chat auch bei Wake News, Wake News Radio. Könnt ihr natürlich nutzen. Klasse, dass ihr da seid. Und natürlich mir auch E-Mail schicken unter radio@wakenews.net. Zwischendurch kann ich versuchen, die mit reinzunehmen. Ja. So. Ja, ich denke mal, alle sind ja gespannt und ich habe es auch immer angekündigt. Ich will euch immer auf dem Laufenden halten, was in meiner Angelegenheit hier passiert. Und das will ich euch jetzt hier ganz kurz vorlesen, weil ich habe nämlich gerade eben den Artikel fertig gemacht. Noch redigiert. Es gibt immer Fehler, die einem auffallen, ne? Immer hinterher, ne? Das ist immer so, gell? Aber ich denke, jetzt ist es soweit, dass wir das auch richtig hier mal aufnehmen können für das Video. Und zwar habe ich das auf meinen Blogs veröffentlicht, zum Beispiel bei mywakenews.wordpress.com und bei vugwakenews.wordpress.com und natürlich bei Schuldnervereinigung plus Punkt. Nicht plus, sondern Punkt wordpress.com. Und meine Seite wakenews.net ist im Moment ja immer noch nicht bedienbar, genauso wie mein eigener Radiosender auch nicht bedienbar ist. Deswegen bin ich ja froh, dass wir hier andere Möglichkeiten haben. Und ich habe heute also veröffentlicht mit der Überschrift: Schwere Ermittlungsfehler bei Freiburger, Lörracher Polizei und Staatsanwaltschaft. Und da geht es dann in dem Artikel weiter. Wake News setzt Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus. Die Bedingungen lese ich gleich vor. Gewollte oder ungewollte Unterdrückung der Pressefreiheit? Fragezeichen. Behördenaktionen führen zu unterdrückter Pressefreiheit und Ausfällen bei einem Online-Medium in der Schweiz mit Hilfe Basler Behörden. So, und da habe ich also Folgendes geschrieben. In unvorstellbarer Art und Weise wurde die Pressefreiheit und die freie Meinungsäußerung durch BRD-Behörden mittels Razzien bei Journalisten am 22.05.2012 verletzt und ausgehebelt. Dabei wurden so gut wie alle Register eines tyrannischen Systems gezogen, mittels zwischen zwei Ländern, Schweiz und BRD, ausgekungelter, parallel geplanter SWAT-Einsätze. Ermöglicht wahrscheinlich neben der sogenannten Rechtshilfe auch durch die Mitwirkung der Schweizer und BRD-Polizeibehörden, unter anderem in geheimen internationalen Polizeinetzwerken. Darüber berichtete MyWakeNews, und da habe ich den Link reingetan, nämlich die Überschrift dieses Artikels war: Skandal, Schweiz und BRD verstrickt in geheimen internationalen Polizeinetzwerken. Und in dem Zusammenhang stürmten also Polizeitruppen sowohl die Wohnungen des Journalisten Detlef Hegeler in Basel, Betreiber der Medien Wake News und Wake News Radio, und des freien Journalisten A. Name ist der Redaktion bekannt, in Lörrach, einem Verwandten von Detlef Hegeler. Ohne Rücksicht auf Verluste wurde in Schränken, in Privatsachen herumgewühlt, auf Betten getrampelt, Leibesvisitation, Beschlagnahme und Konfiszierung aller elektrischen Geräte, Kameras, Speichermedien, Audioequipment und vieles mehr vorgenommen, sodass beide Journalisten quasi ohne Arbeitsmaterial zurück ins Mittelalter katapultiert wurden. Und darüber wurde ja bereits intensiv auch berichtet. Ne? Ich habe die ganzen Links, wahrscheinlich nicht mal alle Links, aber viele Links da aufgeführt. Okay, aber, und da geht's so weiter, investigative und mutige Journalisten geben nicht auf. Detlef Hegeler berichtete noch am gleichen Tag des Überfalls in einer Spezialsendung bei OrkyTalk.com mit einem geliehenen Laptop über die unglaublichen Vorgänge und konnte daraufhin fast täglich auch bei internationalen Rundfunkmedien und auch im Schweizer Fernsehen bei Schweiz 5 Time to Do über diese Machenschaften senden. Parallel wurden entsprechende Anwälte im Auftrag der beiden in der Schweiz und in der BRD aktiv. Die Behörden beider Länder ließen sich Zeit und erst nachdem fast 3 Wochen ins Land gegangen waren, konnte Akteneinsicht genommen werden.
Während der Polizeiaktion in Lörrach drangen ja die 5 Polizisten ohne gültigen rechtswirksamen Durchsuchungsbeschluss und ohne Gefahr in Verzug in die Privatwohnung eines deutschen freien Journalisten ein. Schon deshalb wird es hier juristische Folgen geben müssen. Nun kommt aber das Ungeheuerliche. Wie wir ja inzwischen durch eigene Recherchen herausfinden konnten, handelt es sich bei den vermeintlichen zu beanstandenden Äußerungen um Kommentare zu Veröffentlichungen eines Blogs in der BRD, der nichts mit den Beschuldigten zu tun hat. Es handelt sich bei den von der Staatsanwaltschaft gemachten Vorwürfen üble Nachrede um falsche Behauptungen der Strafanzeigenersteller Klaus Feist und Jürgen Albrecht, beide Mitarbeiter des Lörracher Jobcenters. Nämlich Behauptungen gegenüber Wake News, Detlef Hegeler und seinem Verwandten. Denn die zitierten möglicherweise strafrechtlich relevanten Veröffentlichungen, die aber weder von den beiden mittels SWAT-Teams durchsuchten Journalisten noch von irgendeinem Medium von Wake News oder Wake News Radio gemacht oder veröffentlicht wurden. Welche Vorwürfe machten denn diese Herren Feist und Albrecht eigentlich, die zu den grenzüberschreitenden SWAT-Team-Einsätzen der Schweizer Polizei und des BRD-Werkschutzes führten? Folgendes behaupteten die beiden leitenden Angestellten des Jobcenters Lörrach. Und ich zitiere hier aus der Zeugenvernehmung der leitenden Kriminalhauptkommissarin Strittmatter. Ja, von der Polizei Freiburg-Lörrach, was weiß ich, vom 21.03.2012. Und Zitat, Anfang. Am Montag, den 19.03.2012, erhielt das virtuelle Postfach des Jobcenters eine Mail, welche in der Folge an alle Führungskräfte weitergeleitet worden war. In dieser Mail wurde auf einen Link verwiesen, den wir uns dann natürlich alle angeguckt haben. Der Link führte zu einem Bericht, welcher auf der Webseite von Wake News eingestellt war. Wie man der Webseite entnehmen kann, dürfte Herr Hegeler sehen, Punkt, der Inhaber der Webseite sein. Der Verfasser des eigentlichen Berichtes, um den es hier geht, dürfte aber Herr A.H. sein. Ja, das habe ich abgekürzt. Aus redaktionellen Gründen. Da er aus seiner Sicht den Besuch beim Jobcenter Lörrach beschrieb. In diesem Bericht werden unsere beiden Namen nicht nur aufgezählt, sondern darüber hinaus werden wir hier aufs Übelste beleidigt, indem man uns als Schergen betitelt, entsprechend bestraft werden sollen. Als Bestrafung wurde hierfür gerecht angesehen. Wiederum Zitat, dass man uns durch alle Straßen der Stadt ziehen lässt, auf dem Hauptmarkt hoch zum Podest, zum Stacheldraht peitscht und am Halse aufhängt bis kurz vor Todeseintritt. Zitat Ende. Auszug aus dem Bericht von der Webseite sch.de aus redaktionellen Gründen gekürzt. Es geht wie folgt weiter. Zitat Anfang. In dem Bericht, welche auf YouTube nun auch zu hören ist, werden wir als machtgeile, unmenschliche Subjekte hingestellt und dagegen wollen wir uns auch mit dieser Anzeige verwehren. Wir beide stellen hiermit Strafantrag wegen aller zu unserem Nachteil begangenen Straftaten. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, wurde auch das Bild von Herrn Albrecht in diesem Bericht in YouTube veröffentlicht. Damit es keinen Zweifel der Person des Geschäftsführers gibt. Wir haben sowohl den Bericht als auch das, was wir auf der Webseite von Wake News gefunden haben, für die Unterlagen kopiert und stellen sie der Polizei für ihre Ermittlungen zur Verfügung. Eine weitere Verunglimpfung befindet sich inzwischen auf der Webseite von sch.de, aus redaktionellen Gründen gekürzt. Zitat Ende. In meinem Bericht geht es weiter. Die leitende Kriminalkommissarin Strittmatter aus Lörrach prüfte nunmehr offenbar die Aussagen der beiden leitenden Mitarbeiter des Jobcenter Lörrach überhaupt nicht nach, sondern nahm deren Aussagen ungeprüft als wörtlich wahr
und leitete generalstabsmäßig in Zusammenarbeit mit der leitenden Staatsanwältin Wilke, Staatsanwaltschaft Freiburg-Lörrach, ja, unter Mitwirkung der jeweils involvierten Richter und den ganzen beteiligten Polizeibediensteten mit aufwendig gestaltetem Rechtshilfegesuch bei den Basler Behörden, mit massiven 15-köpfigen SWAT-Team-Einsatz bei dem Journalisten Detlef Hegeler in Basel in den frühen Morgenstunden des 22.05.2012. Also 2 Monate nach der Zeugenentvernahme ein. Wie kann sich nach 2 Monaten noch welche Gefahr im Verzug befinden? Also man konfiszierte einfach alles, was nicht nied- und nagelfest war, einfach mal so. Hätten die leitenden Damen des Kommissariats und der Staatsanwaltschaft Frau Strittmatter und Frau Wilke aber einfach einmal 10 Minuten in eine schnelle Internetrecherche investiert, hätten sie beide ganz schnell feststellen können, dass die martialischen Aussagen, die offenbar das Kernstück der Strafanzeige waren, überhaupt nicht von Wake News, überhaupt nicht in dem Bericht und dem Video von Wake News vorkamen oder von Detlef Hegeler von Wake News gesagt wurden, geschweige denn von dem Verwandten von Detlef Hegeler stammten. Wer Wake News, wer Detlef Hegeler von Wake News kennt, weiß ganz genau, dass hier gegen die Ausübung von Gewalt, Gewaltverherrlichung und in friedlicher, wahrheitsgemäßer Aufklärung berichtet wird. Aussagen, wie sie oben in der Zeugenaussage auftauchten, wurden und werden bei Wake News weder gemacht noch toleriert. Jetzt kommt's mal zu der Belohnung. Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Jeder kann sich davon überzeugen. Wake News setzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus für denjenigen, der diese Aussagen, und ich zitiere aus dem oben genannten Zeugeneinvernahme hier noch einmal, dass man uns durch alle Straßen der Stadt ziehen lässt, auf dem Hauptmarkt hoch, zum Podest, zum Stacheldraht peitscht und am Halse aufhängt, bis kurz vor Todeseintritt. Also wer dieses Zitat gemäß Zeugenaussage oder Zeugeneinvernahme irgendwo bei irgendeiner Veröffentlichung von Wake News, die bis zum 22.05.2012 stattgefunden hat, ne, denn heute habe ich es ja ausgesprochen, irgendwo sieht oder hört, der meldet sich und der kann 1000 Euro verdienen. Ja? Es geht hier also weiter. Hier wurden also bei den zugrunde liegenden Strafanzeigen mit Beschlüssen zur Durchsuchung von Privatwohnungen und Konfiszierung aller Gerätschaften von freischaffenden Journalisten schwere Ermittlungsfehler und Verleumdung mit enormer Schadensfolge für die hier Beschuldigten vorgenommen. Aussagen und Abbildungen, die auf den Medien von Wake News erfolgten, sind in vollständiger Übereinstimmung mit den Grundsätzen von Meinungs- und Pressefreiheit. Es wurden nur Abbildungen verwendet, die öffentlich zugänglich sind. Es wurden die Namen und Sachverhalte benannt, wie sie tatsächlich stattfanden und im öffentlichen Interesse sind. Dieses kann jedermann nachprüfen. Und hier sind die entsprechenden Veröffentlichungen von Wake News dazu, nämlich im Blog mywakenews.wordpress.com, erschienen 18.03.2012, Regieren im Jobcenter Lörrach macht Geilheit und Unmenschlichkeit. Gleiche Titel auch bei vogwakenews.wordpress.com. Oder das Video dazu zu finden unter wakenews.net/html/jobcenter Leerzeichen Lorach. Ja, lorrach.html. Aber die Links befinden sich eben, wie gesagt, auf meinen Blogs. Findet ihr ganz einfach. Könnt ihr draufklicken und es euch anhören. Also, reduzieren sich die Beschwerden der beiden Herrschaften Albrecht und Feist auf folgende Begriffe. Machtgeil, unmenschlich, Subjekte. Nun ist Deutschland ja in aller Welt dafür bekannt, die Nation der Dichter der Sprache zu sein, denn in der deutschen Sprache gibt es vielfältige Variationen und Möglichkeiten. Nicht umsonst stammen viele berühmte Dichter aus Deutschland, Schiller, Goethe, um nur die bekanntesten zu nennen. Die größten Philosophen stammen unter anderem auch aus Deutschland. Deutsche Literatur ist Weltklasse. Das macht Schreiben und Journalismus auch nicht nur interessant, sondern Worte sind beschreibend, sollen Inhalte vermitteln und sind auch viel, viel besser als Gewalt. So finden wir.
So haben wir auch einmal nachgeforscht, wie es denn mit den oben angeführten Begriffen eigentlich, was es da auf sich hat, die diese beiden Jobcenter Lörrach-Mitarbeiter als beleidigend einstufen. Fangen wir doch mal mit dem Begriff Machtgeil an. Hier veröffentlichte die bekannte Zeitschrift Die Zeit, ja, glaube allgemein bekannt, Folgendes. Auch Frauen, und das ist das Zitat, auch Frauen dürfen machtgeil sein. Angela Merkel hat alle CDU-internen Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Ihr Machtwille ist Ausdruck reiner Emanzipation. Gleichberechtigung ist, wenn alle machtversessen sein dürfen. Von Tina Groll. Quelle zeit.de/karriere/ und so weiter. Von Zeit Online. Hier gibt es also den Beweis dafür, dass dieser Begriff im Journalismus eine Beschreibung von Eigenschaften eines Geschlechtes darstellt und wohl kaum eine Beleidigung sein dürfte, sonst hätte Frau Groll von Zeit Online wohl am nächsten Morgen Besuch eines SWAT-Spezialkommandos direkt aus Berlin bekommen, oder? Kommen wir mal zum nächsten Begriff. Unmenschlich. Der Begriff entstammt dem Humanismus. Hier wird menschlich als wünschenswerte Eigenschaft angesehen und unmenschlich als das Gegenteil. Verwendung des Begriffs unmenschlich in dem Artikel bzw. dem vorgelesenen Artikel von Wake News im Zusammenhang mit der unbarmherzigen, gnadenlosen Verweigerung von Hilfe in Not eines Menschen, der keine Mittel hatte, sich Essen zu kaufen und deshalb unglaubliche Dinge unternehmen musste, um sein Überleben zu sichern. Die beiden Angestellten des Jobcenters in Leitungsfunktion hatten die alleinige Macht in dem Moment der Bitte des Bedürftigen darüber zu entscheiden, ob ihm diese Hilfe gewährt wird oder nicht. Beide haben sich dazu entschieden, diese Hilfe dem Bedürftigen zu versagen. Damit handelten sie im Sinne des Humanismus unmenschlich. Und genau so wurde es in dem Bericht wiedergegeben. Ja, oder? Ja. Jetzt kommt auch dazu noch Folgendes, nämlich der entsprechende Auszug mit dem Zitat Ciceros, entnommen aus Wikipedia, mit dem folgenden Aussagen. Die wertende Theorie der Humanisten definierte also einerseits ein wünschenswertes Verhalten, andererseits ergab sich daraus ihr theoretisches Gegenstück, das unerwünschte Verhalten, die von Humanisten sogenannte Unmenschlichkeit. Lateinisch inhumanitas. Inhumanitas, ne? Wieder los nochmal. So, beispielsweise stellte M.T. Cicero die Frage, was macht einen Menschen zum Menschen? Und antwortete sich, der rücksichtslose Mensch, der sich für andere Menschen nicht interessiert, sei nicht human. Das heißt, unmenschlich. Diese Zweiteilung in Menschlichkeit und Unmenschlichkeit generierte ihre analogen Begriffe wie Mensch und Unmensch. Ebenso Anhaltspunkte, durch welche guten oder bösen Taten man Menschlichkeit oder Unmenschlichkeit erreichen könne. Zudem die Frage, wer wann einen Menschen zum Unmenschen erklären darf. Quelle wikipedia.org Menschlichkeit. Da ist der Link auch im Artikel zu finden. Kommen wir jetzt zum letzten Begriff, dem Subjekt. Sicherlich wollen wir nicht voraussetzen, dass sich die beleidigt Fühlenden mit all den Bereichen der Literatur, mit der Sprache, mit Philosophie, mit Humanismus, mit Begrifflichkeit und Journalismus auskennen. Denn wie tief ist das Bildungsniveau inzwischen auch auf deutschem Territorium gesunken? Aber für den Begriff des Subjektes in Bezug auf den Menschen gibt es klare Definitionen, hier insbesondere in der Philosophie. Und ich bringe hier einen Auszug aus dem Philosophiewörterbuch.de. Zitate. Begriffserläuterung von Aristoteles, Descartes, Protagoras, Kant, Fichte. Und da lautet es, der Subjektbegriff machte in der Neuzeit mit der Bewusstseinsphilosophie einen erstaunlichen Wandel durch. Gleich blieb, dass unter Subjekt dasjenige verstanden wurde, was einer Sache als solcher zugrunde liegt, was sie also zu dem macht, was sie ist. War das Hypokaimenon des Aristoteles jedoch als Substanz gedacht, die völlig unabhängig vom Menschen und seiner Erkenntnis existierend angenommen wurde, wird das erkennende Ich, die Res Cogitans des Descartes, zum neuen Hypokaimenon der Dinge. Für Descartes nämlich löste sich die objektiv vorhandene Wirklichkeit auf in Vorstellungen des denkenden Subjektes über die Wirklichkeit.
Damit wird der Mensch zum Bestimmungsgrund der Dinge, wie die schon von Protagoras im Homo Mensura-Satz ausgedrückt worden war. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Allerdings präzisiert dann Kant in seiner kopernikanischen Wende, dass zwar der Mensch im Erkenntnisakt die Welt tatsächlich konstituiert, jedoch nicht die Welt an sich, sondern die Welt, so wie sie dem Menschen erscheint. In der Neuzeit verschmilzt der Begriff des Subjekts mit dem des logischen Ich und wird zum Gegenbegriff des Objektes, sodass beide nur noch in einem kontrastiven Zusammenhang gedacht werden. Ich setzt ich und nicht ich, wie Fichte erklärte. Quelle: philosophie-wörterbuch.de. Auch der Link befindet sich im Artikel. Der Begriff Subjekt ist also ziemlich eindeutig sprachlich definiert und stellt mit Sicherheit keine Beleidigung dar, wie man den oben angeführten Erläuterungen entnehmen kann. Ja, nunmehr beginnt das eigentliche Desaster für die verantwortlichen Behörden. Die Mitarbeiter dieser Behörden, die sich willentlich oder unwissentlich vor einen Karren haben spannen lassen, wahrscheinlich um Rache zu üben, von sich selbst abzulenken und um nebenbei unbequeme Nachrichten durch unbequeme investigative Journalisten loswerden zu können. Aber unbequeme investigative Journalisten bleiben immer unangenehm und sie geben nicht auf und decken alle Missstände auf. Und in der Folge werden nunmehr die Behörden dazu aufgerufen, ihre Strafermittlungen sofort einzustellen und alle Gerätschaften wieder freizugeben. Parallel werden jetzt alle juristischen Mittel zur Wiedergutmachung des Schadens und zur Verfolgung der Verleumdungen und anderer Straftatbestände, möglicher Straftatbestände, durch die Angreifer geprüft und umgesetzt. Dazu gehören auch entsprechende Schadensersatzanforderungen oder Ersatzforderungen über die amerikanischen Partner von Wakeness Radio in den USA, die nach Abschluss der Untersuchung dann dort eingereicht werden könnten. Und im Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist das fundamentale Recht der Presse ausgewiesen. Eine Zensur wird ausdrücklich ausgeschlossen. Es wurde weder eine eher verletzende Berichterstattung vorgenommen noch beleidigt, sondern der offenkundige Schluss aus einer sozial-menschlich unwürdigen Entscheidung aufgezeigt. In diesen Vorgängen wird man gegebenenfalls noch die mögliche Verletzung von Grundrechten und Verletzungen der Pressefreiheit erörtern müssen. Und es bleibt definitiv spannend. Tja, das war jetzt mal das Ende meines Berichtes. Ich hoffe, ihr habt alle alles verstanden. Wenn nicht, dann lest es nach bei mywakeness.wordpress.com oder in anderen Blogs steht es geschrieben unter dem heutigen Datum. Okay, ja, ich dachte, es ist schon wichtig, dass ich euch da mal hier mit einbinde in die aktuellen Ergebnisse, denn wir hatten ja jetzt endlich einen Blick in die Unterlagen. Ich bin allerdings auch da noch nicht vollends fertig, weil ich hatte bis jetzt erst die Gelegenheit, in die deutschen Unterlagen reinzuschauen, also die von der BRD-Seite ausgestellt wurden. Und wir schauen mal, was jetzt da noch der Schweizer Kollege mir gibt. Da bin ich morgen. Morgen bin ich bei meinem Rechtsanwalt hier in der Schweiz. Okay, so, und in diesem Zusammenhang könnten wir vielleicht Folgendes machen, weil das passt dann zusammen. Werner, vielleicht können wir dann die Fragen von und die Kommentare von unseren Zuhörern bei OrkiTalk im Mumble oder so noch einen Moment zurückstellen, weil ich hatte im Zuge eben dessen hier auch den Herrn Dr. Werner Ratnikow darüber informiert. Er hat auch mal rübergeschaut auf den Artikel, um zu sehen, was da eigentlich abgegangen ist. Und der hat gesagt, Mensch, dann lass uns kurz über die Pressefreiheit überhaupt mal sprechen. Und er hatte auch noch ein paar Bemerkungen, vielleicht ein paar Kommentare. Und ich dachte, Werner, vielleicht können wir den Werner mal schnell dazu schalten. Der ist, glaube ich, schon drin. Werner, hörst du uns schon? Ja, ich kann euch hören. Ah, super. Es klappt jetzt auch mit dem Sprechen. Alles wunderbar. Ja, Werner, ist das nicht ein Ding, hä? Welchen Werner meinst du denn jetzt? Dich. Dich als Dr. Werner Ratnikow. Ja, das ist eine gute Frage. Okay, natürlich ist das ein Ding. Nur solche Dinge überraschen mich überhaupt nicht mehr. Nicht in dieser Republik. Denn ich weiß nicht, ob es noch Steigerungsmöglichkeiten gibt. Und zwar Steigerungsmöglichkeiten, einen Zeitraum zu überbieten, an welchen wir uns alle nicht gerne erinnern, zu dem wir aber geschichtlich stehen müssen, der 33/45 ablief und dort es ja einige institutionelle Einrichtungen gab, die sicherlich nicht das Haupt vor Stolz erbeben lassen müssen, aber das sind Dinge, die vor unserer Generation gelaufen sind
Die kennen wir geschichtlich, ist ja auch okay, das ist gelaufen, das wollen wir auch nicht wegdiskutieren. Aber ich gerade denke, zu seiner Geschichte muss man stehen, aber muss sich nicht in der Fortsetzung daran aufhängen. Und das sehe ich hier. Ich denke nur mal an den Vorgang des vormaligen Bundespräsidenten Herrn Wulff, der ja auf Band einige tolle Sprüche abgelassen hat gegenüber der Redaktion der Bild-Zeitung. Und das besagt alles. Ja, das ist ja auch eine ganz wilde Geschichte, weil da hat ja die Politik, also in Persona jetzt des Herrn Wulff, direkt versucht, Einfluss zu nehmen auf die freie Berichterstattung von Pressemedien. Vielleicht kannst du da auch nochmal so deine Sichtweise dazu äußern. Naja, wie schon gesagt, ich möchte mich zu politischen Vorgängen eigentlich nicht äußern, sondern mich interessiert immer die Rechtsfrage oder die Rechtslage. Und die Rechtslage, die sehe ich ganz sachlich und nüchtern, wobei ich vielleicht mit einer Randbemerkung erwähnen darf. Du hast gerade von philosophischen Aussagen gesprochen, von der Philosophie, auch von Kant und wie sie alle heißen. Es gab aber auch den Herrn Sokrates. Und Sokrates war ja dafür bekannt, dass er der freien Philosophie nicht so anhing, sondern er war sehr dem Glauben, seinem christlichen Glauben nach ausgeprägt. Und da heraus kann man natürlich auch leicht in die Irre gehen. Und als ich mein Rigorosum hatte, das über 3 Stunden ging und mir eine Achselnässe getrieben hat bis zum Gürtel runter, weil ich nämlich Philosophie studiert habe und das natürlich mit den Schwerpunkten Staats- und Völkerrecht und auch noch eine andere Fachrichtung Metaphysik, deshalb hatte ich 2 Doktorväter, habe ich trotzdem oder habe gedacht, dass ich nun meinen Doktorate nicht bekommen werde und ich habe ihn aber trotzdem bekommen, denn wer sich damit beschäftigt, kann sehr schnell über die Philosophie entgleisen oder über die falsche Philosophie, denn Sokrates war immer der Gegenstand dessen, den ich als einen Punkt gewählt habe, welchem man nicht folgen soll und auf diese Stufe sollte man sich nicht stellen. Deshalb spricht man heute von den sogenannten sokratischen Irrtümern. Das ist allgemein bekannt. Und er hat einige Dinge losgelassen, die einfach nicht in Ordnung sind. Und wenn man sich mit solchen Dingen befasst, wie zum Beispiel dem Begriff Humanität, alles, was auch aus ethischen Bereichen herauskommt, dann sollten doch gerade institutionelle Einrichtungen, wie sie aus dem Bereich Bundesrepublik Deutschland stammen oder woher auch immer, sollte man doch gerade derartige Leute, wenn sie in Führungspositionen sind, mal darauf schulen und ihnen die Denkweise beibringen, wie man bestimmte Begriffe zu definieren hat und nicht so plattfüßig und ja, sagen wir mal jetzt in Anführungsstrichen, bildlich gesprochen, volltrunken, ohne über irgendetwas nachzudenken, in eine Strafanzeige hineinzugehen, möglicherweise Existenzen zu gefährden oder zu versichern und was viel schlimmer ist, ein Presserecht, das durch den Artikel 5 Grundgesetz Absatz 1 eingeräumt ist, einfach mit Füßen treten und sagen, das interessiert uns alles nicht. Ja, das finde ich auch sehr bedenklich und ich muss sagen, ich bin ja selbst auch Führungskraft gewesen, bin ich ja eigentlich auch, wenn es für mich selbst ist, dass man einfach auch eine Portion Ethik dabei haben muss. Man muss ja auch irgendwie erkennen, was ist richtig, vor allem im Umgang mit Menschen, wenn man also Menschen führt, also Führungsperson heißt das ja, dass man auch Menschen eben mit im Arbeitsprozess oder wo immer das stattfindet, mit begleitet und letztendlich auch das Beste will. Ja, man hat ja mal ein positives, bestes Ergebnis. Man will ja nicht die Leute niedermachen, sondern man will ja mit ihnen zusammen irgendein Ziel erreichen. Und so bin ich zum Beispiel ausgebildet worden. Und dazu braucht es eine Ethik und eine Umgangsform und dazu braucht es auch eine gewisse Bildung, also je nachdem, was für ein Arbeitsbereich das vielleicht auch ist. Aber wo wir uns ja hier mit Menschen beschäftigen, jeden Tag, muss man ja auch ganz viel soziale Kompetenzen haben. Wie siehst du das? Werner, Dr. Ja, Werner Ratnikow. Das ist genau der springende Punkt, der Casus Knactus, den du hier erwähnst. Bildung zu besitzen bedeutet ja nicht, dass man studiert haben muss oder was auch immer. Ich sage immer, das Gesündeste, was es gibt, ist eigentlich das, was aus dem Bauch herauskommt. Das heißt, nach dem guten alten Spruch, was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das heißt ganz einfach, zu differenzieren in diesem Zusammenhang dieser Aussage, dieses Zitates, was viele einfach nicht machen, zwischen
Meinungsbildung hinsichtlich des Respektates, also eine Meinung zu respektieren, und den Inhalt einer Meinung, das heißt die Akzeptanz dieser Meinung, anzulegen. Und das unterscheiden viele nicht. Wenn eine Meinung als solches ist, immer zu respektieren. Das ist ganz wichtig. Jeder Mensch hat das unausgeprägte oder das geprägte Recht auf die Äußerung einer Meinung und auch eine Meinung zu besitzen, egal wie diese aussieht. Er hat das Recht, die Meinung zu äußern, ohne natürlich andere Leute zu beleidigen oder zu verunglimpfen oder sonst was. Das versteht sich von selbst, denn das hätte er nach dem Zitat, was ich eben brachte, auf sich bezogen auch nicht gerne gehört. Das heißt auf der anderen Seite aber, er kann seine Meinung äußern und kann das dazu sagen, was er seiner Auffassung nach für richtig hält. Ob ich dann allerdings den Inhalt dieser Aussage akzeptiere, das heißt eine Akzeptanz bringe, die steht auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, wenn mir jemand etwas sagt, ich vertrete ihm die Meinung, sage ich, schön, das respektiere ich. Leider kann ich aber den Inhalt der und der Aussage, die aus deiner Meinung resultiert, nicht akzeptieren. Und so, wenn man in der Lage ist, und wie gesagt, dafür braucht man kein Hochschulstudium oder sonst was, sondern einfach nur gesunden Menschenverstand. Und das ist etwas, was ich immer mehr erkenne, was aus der Führungsriege der Bundesrepublik Deutschland und auch der Politiker immer mehr vergessen wird, was immer mehr mit Füßen getrampelt wird. Selbst der Hilfsarbeiter, ich sage das ganz bewusst, ohne da eine Abwertung reinzubringen, denn auch Hilfsarbeiter sind Menschen, die ja irgendwie in diesen Status gelangt sind, ich sage jetzt mal sozialpolitisch gesehen, die vielleicht nicht das Elternhaus hatten, welches ihnen ein Studium ermöglichen konnten, oder die durch irgendwelche Schicksalsschläge aus ihrem Beruf gekommen sind, sind aus der Bahn geworfen oder gesundheitlich, da gibt es tausende von Gründen. Deshalb kann ich doch nicht sagen, guck mal da der Hilfsarbeiter oder der Müll ab, der Müll fährt, der Müllwagen. Wenn wir die Müllleute nicht hätten, dann würden wir im eigenen Dreck umkommen. Dann muss ich mir doch mal überlegen, was ist denn wichtiger? Ob ich jemanden habe, der in der Politik dummes Zeug redet und vom Sachverstand her sowieso nicht viel bringen kann? Weil die beamteten Staatssekretäre, die ja immer in ihrer Sessellehne sitzen, ihr Leben lang gut abgesichert sind und nur die parlamentarischen Staatssekretäre je nach Wahl der Parteien eingesetzt und ausgewechselt werden, irgendwelche Meinungen verbreiten, von denen die Minister überhaupt keine Ahnung haben? Oder will mir jemand weismachen, dass eine Frau Merkel, ihres Zeichens Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, dass diese Dame mit dem Fachwissen ausgeprägt ist, wirklich regelrechte Wirtschaftspolitik zu betreiben, die Deutschland verrät und verkauft, das ist doch eine unausgesprochene Tatsache. Heute ist sich jeder Politiker in Europa darüber im Klaren und einig, dass es ein Fehler war, den Euro zu etablieren. Das weiß man heute. Es gibt auch nur zwei Möglichkeiten, um diesen Euro überhaupt noch zu halten. Und ich denke, weder die eine noch andere Möglichkeit ist machbar. Das ist aber nicht nur eine Meinungsprägung, das hat auch was mit Fachwissen zu tun, so wie du es eben gesagt hast. Und Fachwissen erlangt man natürlich dadurch, indem man sich mit diesen Menschen beschäftigt, mit diesen Dingen beschäftigt, indem man aber auch mit Menschen diskutiert. Und ich diskutiere sehr gerne und ich habe einen sehr großen Bekannten- und Freundeskreis, vom was weiß ich, Generaldirektor und Vorstandsmitglied bis wirklich auch zum Hilfsarbeiter, die mir teilweise in diesen Gesprächen insofern sehr auffällig sind, weil sie etwas an den Tag legen, eine Denkweise, die mehr als erfreulich ist, und deshalb ist des Volkes Verstand viel wichtiger als der Unverstand dieser sogenannten Führungskräfte oder irgendwelcher sogenannten Beamten. Und ich habe während des Studiums auch mal das geflügelte Wort erfahren, in dem es hieß, Beamte bekämpft man am besten so, indem man ihre eigenen Vorschriften befolgt. Aber wem der liebe Gott ein Amt gibt, dem raubt auch den Verstand. Und manchmal habe ich also wirklich den Eindruck, dass das nicht nur ein geflügeltes Wort ist. Das ist cool, ja. Super Kommentar. Ja, es ist ja so, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch mit einer eigenen Geschichte, wo dir Pressefreiheit da mit Füßen getreten wird. Wolltest du da eventuell nochmal was dazu sagen, als Beispiel, was da jetzt gerade läuft? War da nicht in Düsseldorf irgendeine Geschichte?
Ja, das würde ich gerne machen, nur müsste ich, ich möchte natürlich nicht den Rahmen einer Sendung sprengen. Es ist die Frage, ja, wie viel Zeit ich hätte, denn wenn ich das jetzt in 2-3 Sätzen erkläre, wir werden diejenigen Herrschaften, die zuhören, eventuell gar nicht dahinter kommen, um was es geht. Ja, dann pass auf, dann warte noch einen kleinen Moment, dann nehmen wir jetzt zwei Leute, die jetzt hier im Warteraum sind, mal kurz eben rein, damit die auch hier die Chance haben, vielleicht auch da was dazu sagen können, und dann hast du die Zeit, die wir brauchen? Was brauchst du, 20 Minuten oder ungefähr? Ja, das könnte ungefähr passen. Ich müsste also auch, wie du es gemacht hast, etwas vorlesen. Und ja, bevor ich dann viel dazu erzähle, würde ich dann einfach ein Schreiben, eine Dienstaufsichtsbeschwerde an den Leiter, an den Behördenleiter der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf verlesen, aus welchem sich alles ergibt, viel besser, als wenn ich es so mit freien Worten sage, weil ich dann vielleicht irgendetwas vergesse, was wichtig ist. Wenn es zum Zuhören dann zu viel wird, einfach dazwischenfahren, unterbrechen, bin ich gerne bereit, 5 Minuten zu schlucken und dann weiterzumachen. Okay, dann machen wir es so. Ja, Werner jetzt von OkiTalk. Ja. Können wir da einen, vielleicht den Sven Nielsen mal hochholen? Der hatte, glaube ich, technische Probleme. Können wir den zuerst, oder? Den können wir zuerst hochholen. Und oder? Ich würde euch vorschlagen, die Geschichte mit dem Herrn Dr. Ratnikow auf die zweite Hälfte zerlegen, weil wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde. Okay. Und dann hat Herr Dr. Ratnikow eigentlich, kann er stresslos dann loslegen. Dann würde ich jetzt sagen, mal den Sven Nielsen. So, ziehen wir den einfach mal hoch. Bitte einfach mal die X-Taste gedrückt halten, Sven Nielsen, und dann schauen wir mal, ob das auch klappt mit dem Reden. So. Also los. Ich denke, das klappt nicht. Dann müsste ich mit ihm in die technische Hilfe. Geht jetzt momentan schlecht. Dann würde ich jetzt mal den Zuckerrohr noch mit hochziehen. Zuckerrohr, bist du da? Ja, ich bin da. Okay, hallo Zuckerrohr, wie geht's? Ja, super. Ich freue mich schon auf morgen. Da werde ich mal ein Jahr älter. Ui, dürfen wir dir aber jetzt noch nicht gratulieren. Das geht leider nicht. Nein, noch nicht. Okay. Ja, du hast ja zugehört, was hast du vielleicht dazu zu bemerken, zu dem, was wir da erörtert haben? Ich hätte noch zu einem ganz anderen Thema, hätte ich da später vielleicht noch etwas vorzuführen, denn ich bin in meinem zweiten Stream hier, denn ich habe dann noch ein Interview, was ich aufgezeichnet habe, noch vorzuführen, und das dauert aber 11 Minuten, das werde ich aber jetzt in dieser Zeit wohl, glaube ich, kaum schaffen. Vielleicht in der zweiten Stunde. Dazu gehört, und es ist mir noch teilweise noch ein bisschen schleierhaft, was die Pressefreiheit anbetrifft, weil die ist mir noch, also hier in der BRD, mir noch ein bisschen zu undurchsichtig. Du meinst jetzt, was die Rechte sind für die Presse? Ja, es darf eigentlich keine Zensur stattfinden. Das ist das, was ja im Grundgesetz festgelegt ist. Das heißt, im Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist das fundamentale Recht der Presse ausgewiesen. Und da hat es in der Vergangenheit, Dr. Werner Ratnikow kann das dann nachher auch gerne nochmal bestätigen, hat es immer ein Hin und Her gegeben. Die Regierungen und die Politiker waren immer unglaublich zurückhaltend mit der Freiheit der Presse. Das haben wir ja auch in der jüngeren deutschen Geschichte, also vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, leidvoll erfahren müssen, dass man eben Freiheiten einschränkt, und die haben das dann auf die Landesebene verschoben. Das heißt, es gibt Landespressegesetze, ja, aber letztendlich ist das obere Diktat dieser Pressefreiheit das Grundgesetz. Und da steht es ganz, ganz eindrücklich, eine Zensur wird ausdrücklich ausgeschlossen. Das heißt, es darf nicht zensiert werden, was ja auch richtig ist, es sei denn, du würdest jetzt irgendwie gegen strafrechtliche relevante Dinge verstoßen oder Volk aufhetzen oder irgendwie solche Geschichten. Und das haben wir ja eben in der Erarbeitung der Gründe für den Fall, der gegen mich vorgewandt wurde, der üblen Nachrede, wie es da ja hieß, in den Unterlagen versucht herauszufinden, was denn die Ursache sein könnte,
ja, dass man zu mir hier so oder gegenüber mir und meinen Medien so vorgegangen ist. Und da haben wir jetzt herausgefunden, das reduziert sich, weil die anderen Vorwürfe gar nicht mit Wake News oder mir, mit der, meiner Person oder mit der Person meines Verwandten zu tun haben, sondern auf eine ganz andere Webseite, mit denen ich, also wir nichts zu tun haben, verweist. Was man ja durch eine Recherche relativ schnell hätte feststellen können, dass sich das reduziert auf drei Begriffe. Ja, und da habe ich eben und erläutert, und der Dr. Werner Ratnikow hatte das auch aus seiner Sicht noch aus der philosophischen Ecke noch mit ergänzt, dass es bei den Begriffen, ja, die man dort als Beleidigung empfindet, wie zum Beispiel Unmensch oder Subjekt, ja, solche Begriffe, dass das nichts zu tun hat mit Beleidigung, sondern es sind definierte Begriffe, Definitionen eines bestimmten Zustands, einer bestimmten Charaktereigenschaft oder was auch immer. Und das habe ich versucht, eben in dem heutigen Artikel nochmal klar zu machen. Und man muss eigentlich die Forderung an Leute, die also da so rigoros hier vorgehen, vor allem wenn sie in Führungspositionen sind, die muss man da bitte, da muss man mal appellieren daran, dass die auch bitte auf ihre Grundausbildung, auf Bildung überhaupt mal zurückgreifen sollen und erstmal verstehen müssen, was damit gemeint ist. Und das ist das, das Entscheidende. Wir können ja nicht einfach irgendwelche Worte, nachher kommt da irgendeiner und sagt, Auto wäre ein Schimpfwort. Und immer wenn du Auto sagst, ja, dann kriegst du eine Beleidigungsanzeige. Verstehst du, diese Irrsinnigkeit? Also man muss das schon irgendwie die Kirche im Dorf lassen und erstmal verstehen, worum es da eigentlich geht. Das ist das, was ich da erläutern wollte, mit Hilfe auch jetzt hier der Ausführung von Dr. Werner Ratnikow. Gab das eine Antwort? Zuckerrohr. Ja, das ist erstmal, ich meine, der ist wirklich sehr kompetent, also muss ich sagen. Ich muss den Mann wirklich hochloben. Ja, danke dir. Zuckerrohr ist die Frage dann beantwortet. Ja, ist dann, das mal, ja. Aber dann vielleicht in der zweiten Stunde noch, in der zweiten Stunde, dann möchte ich das gerne mal dieses Interview dann mal vorführen, okay? Ja, schauen wir, aber wir müssen sehen, wie wir mit der Zeit hinkommen. Müssen wir mal sehen, gell? Ja, schauen wir mal dann. Ja, in der zweiten Stunde soll es eigentlich noch. Schauen wir mal, das könnte wirklich ein bisschen knapp werden sogar. Gut, dann darf ich dich nach unten befördern und hier steht noch in der Warteschleife der Geronimo. Geronimo, bitte die X-Taste gedrückt halten und dann kannst du loslegen. Ja, danke Werner. Erstmal ein Hallo an alle Zuhörer, an Detlef ganz besonders und auch an Herrn Dr. Ratnikow. Direkt zum Thema habe ich eigentlich jetzt so weniger etwas zu sagen. Ich bin nur gerade über etwas gestolpert, und zwar meldet Stasi weh gerade. Ich meine, gut, ich weiß, wie ihr zum Herrn Frühwald steht, aber sei es drum. Dort ist liegt eine Fotokopie eines Faxes vor, wo eine Richterin mit ihrer Unterschrift vier Dinge bestätigt. Und zwar, mit meiner Unterschrift bestätige ich, geboren am, dass das Verfahren mit dem Aktenzeichen sowieso hier am Amtsgericht Hannover ein staatliches Verfahren ist. B. Ich diesem Verfahren als gesetzlicher Richter vorsitze bzw. vorsaß. C. Dieses Verfahren auf dem Grundgesetz neuester Fassung basiert. Und D. Das Grundgesetz neuester Fassung umfänglich in Kraft ist. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Da hätte ich gerne wirklich mal die fachmännische Meinung des Herrn Dr. Ratnikow dazu gehört. Also ich finde es unglaublich, was inzwischen hier abgeht und läuft. Ja, ich danke dir, Geronimo. Vielleicht ganz kurz nur. Also ich persönlich habe überhaupt nichts gegen einen Herrn Frühwald oder so. Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Ich hatte Herrn Frühwald sogar schon mal in einer meiner Sendungen. Ich habe nichts Persönliches mit Herrn Frühwald. Kann ich mich zumindest an nichts solches erinnern. Es gibt sachliche, unterschiedliche Auffassungen. Ist der Dr. Werner Ratnikow jetzt da? Kann der darauf antworten oder hat er sich gerade verabschiedet? Ich bin da, ja. Ah, gut. Kannst du da vielleicht was dazu sagen, zu dem Kommentar eben von Geronimo? Ja, das kann man ganz kurz sagen. Wenn da von der neuesten Fassung Grundgesetz die Rede ist, ist ganz einfach Folgendes zu unterscheiden. Es gibt das 1949 ins Leben gerufen und in Kraft gesetzte Bonner Grundgesetz, so wie es lautet.
Wenn man heute über dieses Grundgesetz etwas liest, steht da meistens dahinter, meinetwegen Artikel sowieso GG, also Groß Gustav Gustav für Grundgesetz, und dahinter steht dann ein kleines A-Punkt, Groß F-Punkt, das heißt alte Fassung. Und dann gibt es eine ein Kürzel, welches man dahinter finden kann, da steht ein kleines N wie Nordpol, Punkt, Groß F-Punkt für neue Fassung. Das bedeutet, dass allgemein ja bekannt ist, dass im wann war es, im Juli 1990 das Bonner Grundgesetz seinen Geltungsbereich verlor und bekannt gegeben wurde, dass der Artikel 23 aufgehoben wurde. In diesem Artikel 23 standen sämtliche Bundesländer für die im Geltungsbereich dieses Grundgesetzes lagen. Das Einzige, was aufblieb, waren die Artikel 73, 74, 75, die man aufrechterhalten hat, insbesondere die Gerichtsbarkeit der Arbeits- und Familiengerichte. Alles andere war damit weg. So, und dann kam die Bundesregierung daher und hat gesagt, wir legen das Grundgesetz neu auf, beziehungsweise wir ändern es ab. Tatsächlich haben die aber nichts abgeändert, sondern die haben nur, sie haben eigentlich ein neues geschaffen und haben viele Artikel oder einige Artikel übernommen aus dem Grundgesetz der alten Fassung, also dem 49er. Und das, es ist wirklich pervers. Der Ausdruck ist zutreffend. Hoffentlich dreht man mir jetzt nicht auch eine Beleidigung daraus oder was auch immer. Aber es ist wirklich der deutschen Sprache nach entsprechend sehr zutreffend, dieser Begriff. Es ist pervers, wenn man jetzt nachliest im Einigungsvertrag vom 31. August 1990. Das kann jeder machen, wenn er das aus Google aufruft. Dort findet er in der Präambel dieses neuen Grundgesetzes oder der neuen Fassung dann die Aussage, das deutsche Volk hat sich Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Das ist eine Unverschämtheit. Das deutsche Volk hat sich weder eine neue Verfassung gegeben, noch hat es sich ein Grundgesetz gegeben. Das Grundgesetz war und ist eine kriegsrechtliche Maßnahme der Haager Landkriegsordnung aus dem Artikel 43. Das kann auch jeder nachlesen, was da drin steht. Dass also der Besatzer aus seinem Recht als Besatzer für das besetzte Land Verantwortung trägt, dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und dann hat er bestimmte Richtlinien möglichst unter Beachtung der geltenden Landesgesetze, auch Gesetze für die Übergangszeitung Zeit zu geben. So war es auch im Irankrieg, als Großbritannien und Amerika den Iran besetzt haben, ging einmal durch die Nachrichten, ein einziges Mal, die ich selbst im Fernsehen gehört habe, dass gesagt wurde, dass also die Besatzer im Irak ein Grundgesetz ausgerufen haben. Und dieses Grundgesetz wurde ausgehebelt, nachdem vor, weiß ich nicht mehr genau, 3 Jahren oder ungefähr 3 Jahren oder was, der Irak sich eine eigene Verfassung gegeben hat, die wirksame Regierung etc. etc. So, das heißt also, die Differenzierung zwischen sogenannten alten Grundgesetz und neuen Grundgesetz ist die, und jetzt wird es nämlich spannend in rein juristischer Hinsicht, wenn diese Richterin, Entschuldigung, diesen Blödsinn da von sich gibt, dann soll sie doch mal erklären, aus welchem Jahrgang sie stammt. Wir können aber gerne im Buch nachsehen, da kriegen wir es ja raus, im Handbuch der Justiz, wo sie sitzt und wie alt sie ist. Denn es gibt ja den sogenannten Richtereid im deutschen Richtergesetz, Paragraph 38, kann auch jeder aufrufen im Internet. Und da steht drin, wie dieser Richtereid aussieht, und alle Richter, von wenigen Ausnahmen abgesehen, leisten den Eid auf das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und den Gesetzen. Wobei nicht darin geklärt ist oder deklariert ist, um welche Gesetze es sich handelt. So, dadurch, dass sich aber 1990, im September war es, glaube ich, das Grundgesetz geändert hat, gibt es auch ein Bundesgesetzblatt, aus dem es heißt, Artikel 23 rückwirkend, altes Grundgesetz erloschen. Dann haben die irgendwann das neue gemacht. Und da stellt sich für mich die Frage, was ist denn jetzt mit dem Eid dieser Richter, die auf das alte Grundgesetz ihren Richtereid abgeleistet haben, haben die denn ihren Eid überhaupt erneuert?
Denn wenn sie das nicht gemacht haben, so sehe ich das rein knochenhart juristisch, haben die mit dem Eid aufs Grundgesetz nichts mehr zu tun. Und das würde auch erklären, warum sich heute kaum noch ein Richter an Grundgesetz handelt. Wenn ich mir Urteile, Verfahren ansehe und, interessiert die alles gar nicht. Nicht der Artikel 25 Völkerrecht zu berücksichtigen, Artikel 20 Absatz 3 auf Gesetze zu achten, sondern die machen alle ihren Murks selbst und dann kommt ein solcher Blödsinn zustande. Also wie gesagt, differenzieren zwischen dem 49er Bonner Grundgesetz und dem aus 1990, welches sich die NGO Bundesrepublik Deutschland mit dem Tenor, das deutsche Volk hätte das beschlossen und sich das Grundgesetz gegeben, was absoluter Quatsch ist, auch wenn die sagen, wir haben ja Vertreter, die haben das beschlossen. Ich habe keinen Vertreter beauftragt für mich als deutscher Bürger und ich sage bewusst als Bürger des Deutschen Reiches, das nach wie vor existent ist und da kann sich auch Brandenburg oder wer auch immer drüber aufregen und sagen, das ist eine rechtsextremistische Sekte, darüber werden wir noch reden, denn ich denke, da trifft der Artikel 130 Volksverhetzung zu, den wir dann auch mal gegen diese Politiker aufwenden müssen. Ich hoffe, das ist damit ein bisschen erklärt. Ja, klasse, Werner. Ich denke, das war ziemlich umfangreich. Geronimo, ist das okay? Aber du kannst uns ja mal diesen Artikel zuschicken oder dieses Telefax, wobei, ich meine, man muss auch erstmal die Echtheit prüfen und so, man weiß ja nicht, ob das alles stimmt, gell? Ja, das ist natürlich klar mit der Echtheit. Also, was ich noch erwähnen wollte, die Dame ist Jahrgang 62 wohl. Und ja, mir ging es eben einfach nur darum, gut, die Authentizität, das müsste wirklich noch geklärt werden, aber naja. Mir ging es wirklich einfach darum, dass ich zum ersten Mal lese, dass ein Richter oder eine Richterin wirklich schriftlich mit Unterschrift bestätigt, oder bestätigen soll, dass angeblich, dass sie gesetzliche Richterin ist. Also das fand ich, und da muss man doch auch innerhalb unserer, ich nenne es mal Augsburger Puppenkiste hier, muss man doch auch irgendwelche juristischen Mittel haben, um das als zum Beispiel Anlass zu nehmen, das Ganze mal aufzudecken. Oder sehe ich das falsch? Vielleicht darf ich eines kurz dazu sagen direkt. Ich rege an, mal ins Internet zu gehen oder auf die Seite der VSV und dort unter Rechtsforum den Button zu öffnen. Und dort ist ein Link auf der Seite zu finden, der auf die Webseite des Deutschen Richterbundes geht. Der Deutsche Richterbund ist die berufsständische Organisation, die Vertretung für Richter und Staatsanwälte in der Bundesrepublik Deutschland. Und die schreiben seit Jahren und verbreiten in aller Öffentlichkeit, dass es keine oder dass alle Richter in der sogenannten Exekutivabhängigkeit sind. Das heißt, dass sie auch keine unabhängigen Richter sind. Es gibt ja alleine Dienstaufsicht und allein die Dienstaufsicht bestimmt schon, auch wenn man verwaltungstechnisch den Richtern eine Bestimmung vorhalten kann und sie danach leitet, dass sie gar nicht selbstständig oder beziehungsweise unabhängig sein können. Sie sind abhängig von der Beurteilung ihrer Vorgesetzten, etc. Ihr berufliches Fortkommen ist dadurch bestimmt und so weiter und so fort. So, und das Merkmal dieses Deutschen Richterbundes ist es, dass sie eindeutig bestätigen, dass die Richterschaft sich in der Exekutivabhängigkeit befindet, also kein Bürger das eigentliche Recht bekommt oder ihm Gerechtigkeit widerfährt, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, wie es daraus zu entnehmen ist, welches ihm eigentlich zustehen müsste. Das weitere Merkmal ist das, dass der Paragraph 21e Gerichtsverfassungsgesetz nicht mehr eingehalten wird, was also zum Beispiel die ordnungsgemäße Erstellung der Zuständigkeit der Richter in für Verfahren, die immer für das nächste Jahr zu erstellen sind, dargelegt wird, sondern da ist irgendwas im Internet. Internet interessiert rechtlich überhaupt nicht. Entscheidend ist das, was eine Unterschrift und ein Siegel hat. Und diese Richter sind ja nicht mehr an staatlichen Gerichten, weil der Paragraph 15 Gerichtsverfassungsgesetz aufgehoben wurde. Da hieß es, alle Gerichte sind Staatsgerichte, also gibt es das nicht mehr. Wir haben nur noch die freiwillige Gerichtsbarkeit und deshalb hat der Gesetzgeber ja vor einigen Jahren das FGG, also die freiwillige Gerichtsbarkeit, aufgehoben und hat das FAMFG geschaffen, also das Familienfreie Gerichtsbarkeitsgesetz, um dort zu verstecken und die Leute zu verdummen, dass dahinter die freie Gerichtsbarkeit wieder versteckt wurde. Und das ist das Interessante, dass diese Richter, geht man in den Paragraph 16
Gerichtsverfassungsgesetz hinein. Dort heißt es, dass Ausnahmegerichte unzulässig sind und niemanden der gesetzliche Richter entzogen werden darf. Und ähnlich lautes ist Artikel 101 Grundgesetz. Da steht es fast wortidentisch drin. Und mir soll man jemand sagen, wenn er die entsprechende Berufung für diesen Richter nicht hat und es ist nicht nachgewiesen in diesen Gerichten, dass sie sich an 21 EGVG halten, dass sie dann angeblich gesetzlich sind. Das mag vielleicht ein Firmengesetz sein von der Bundesrepublik Deutschland, aber sicherlich kein staatliches nach einer staatlichen Rechtsnorm beziehungsweise nach rechtsstaatlichen Begriffen und dem Vorhandensein dieser gesetzlichen Vorschriften. Ja, genau, weil sonst wäre ja die BRD auch ein Staat oder ein staatähnliches Gebilde, aber das haben wir ja schon herausgefunden, dass dem nicht so ist. So, jetzt sind wir an der Pause. Werner, ich glaube, du hast da schon alles eingefädelt. Wir hören dann nach der Pause den Dr. Werner Ratnikow mit seinem Beitrag zur Pressefreiheit und der Angelegenheit in Düsseldorf. Da will er uns das verlesen. Und dann versuchen wir noch den einen oder anderen nachher mit reinzunehmen. Jetzt hören wir auf jeden Fall in der Pause mal ein super Song wieder von Alvin, Is Rumbling Beats, IAB, Grootsy Fix, ist aber auch ein Techno, ja, also nicht schlecht. Also Werner, spiel's ruhig ein.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, das war klasse. Vor allem für die Techno-Fans, ne? Nicht jeder ist es. Aber ich höre es gern. Also, okay, jetzt hier. Wir sind in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 21. Juni 2012. Ist der Telefon Wake News Radio. Und wir haben nicht nur eine klasse erste Stunde schon gehabt hier. Ich habe von meinem Fall ausgiebig berichtet. Kann man sich später anhören in der Aufzeichnung. Ich mache da auch ein YouTube dafür. Und dann haben wir natürlich hier den Spezial-Sondereinsatz-Gast. Den Dr. Werner Ratnikow hier, der auch schon seine Kommentare dazu abgab in der ersten Stunde, und der hat uns heute noch ein Stück mitgebracht zu dem Thema der Pressefreiheit, wie die gewirkt und wird, gell? Und zwar hat er da einen speziellen Fall, und da will er uns das vorlesen, damit er es auch richtig wiedergibt. Und ich schaue mal, ob er schon da ist, und dann versuchen wir nachher, dann, das dauert vielleicht 20 Minuten, und danach werden wir dann noch ein bisschen andere Sachen diskutieren. Schauen wir mal. Also, Werner, Dr. Werner Ratnikow, bist du da? Ich bin da, ja. Super, ja, dann starte einfach. Vielleicht nochmal ganz kurz, um was es sich handelt, weil wir haben auch viele neue Zuhörer, die wir natürlich herzlich willkommen heißen von OkiTalk, von Wake News Radio und allen Neuen. Ist doch klar. So. Okay. Folgendes erstmal vorausgeschickt. Es ist gerade vor der Pause nochmal die Frage aufgetaucht, ja, wie ist das überhaupt mit den Pressegesetzen? Da hast du, Detlef, einmal den Artikel 5 Absatz 1 zitiert. Das ist ganz klar, der im Grundgesetz verankert ist. Und du hast auch angeführt die einzelnen Landespressegesetze. Und vielleicht darf ich dazu nur einführend Folgendes sagen, dass jeder Zuhörer auch versteht, um was es geht. Wir wollen jetzt nicht hochtrabend über Pressegesetze oder Pressefreiheit allein diskutieren, sondern auch über die Inhalte, die nämlich wiederum jeden angehen, über die bekannten Themen. Und dazu ist einfach nur auszuführen, ich lebe zum Beispiel im Land Nordrhein-Westfalen, und man hat sich damals nie im Bund auf ein gemeinsames Pressegesetz festlegen können oder einigen können. Also hat jedes Land, sei es Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, wie sie alle heißen, die haben ihre eigenen Landespressegesetze. Entscheidend ist aber darüber, dass eine ganz klare Aussage im Absatz 1 des Grundgesetzes, Artikel 5 steht. Und dass man muss aber jetzt Folgendes wissen. Presse heißt ja nicht einfach, ach, da schreibt jemand was oder macht einer was, sondern es sieht so aus, dass es einmal den Bereich Fachjournalisten gibt. Dazu zähle ich mich, bin Mitglied im BDFJ, also der Bundesvereinigung der Fachjournalisten e.V. Und diese Bundesvereinigung der Fachjournalisten e.V. ist ein Abkömmling des Deutschen Presseverbandes. Ich bin deshalb kein Mitglied im Deutschen Presseverband, weil im Deutschen Presseverband sind all die Journalisten, also die Kolleginnen und Kollegen tätig, die hauptberuflich oder die überwiegend ihren Lebensunterhalt durch ihre Pressearbeit verdienen. Und diejenigen, die nicht überwiegend ihren Lebensunterhalt durch die Pressearbeit verdienen, sind dann Mitglied im BDFJ, so wie ich zum Beispiel, die auch noch andere Tätigkeiten ausüben. Also das einfach nur mal zum Verständnis vorausgesetzt. Das hat aber die Mitgliedschaft in dem einen oder anderen oder die Organisation im einen oder anderen, der einen oder anderen Organisation, ob DPV oder Fachjournalisten, Bundesvereinigung der Fachjournalisten, hat nichts mit der Qualität der Journalisten zu tun. Das heißt nicht, dass wir jetzt schlechter sind oder sonst was, sondern wir sind sogar vielfach auch noch überwiegender fachbezogen. Und was nur als Beispiel, das Pressegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sagt zum Beispiel ganz klar aus, wie die anderen Pressegesetze der Länder auch, dass die Presse eine Aufgabe erfüllt auf der Grundlage der Landespressegesetze und es sich hier um eine öffentliche Aufgabe handelt. Das heißt also, die Journalisten, sei es jetzt Detlef oder ich oder wer auch immer, die auf diesem Gebiet tätig sind, das sind nicht irgendwelche Leute, die sagen, ach, ich mache mal aus Langeweile irgendetwas, sondern die erfüllen eine öffentlich-rechtliche Aufgabe. Und es heißt, dass die Behörden
gesetzlich verpflichtet sind, den Vertretern der Presse, die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben dienende Auskünfte zu erteilen. Dazu gibt es auch noch das IFG, das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz, sondern oder beziehungsweise richtig heißt es dann Gesetz zur Regelung des Zugangs zu internationalen, zu Informationen des Bundes, die einzuhalten sind. Und das sind eben Dinge, die hier wichtig sind, das muss ich mal vorausschicken, um das Verständnis zu erlangen, um was es hier eigentlich geht. Denn das ist ein sehr kompaktes Thema. Ich will das aber sehr weit herunterschrauben, dass das auch jeder versteht, um was es hier eigentlich geht. Also steige ich da jetzt mal ein. Es gab im Anfang Februar dieses Jahres eine Veröffentlichung, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer das auch mal gelesen, und zwar bezüglich der sowjetischen Militärregierung in Berlin, eine Verordnung über die Kommunikationswege der deutschen Gerichtsbarkeit. Und hierzu wurde ein Aktenzeichen genannt von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit dem Aktenzeichen 2AR355/10. Für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, wenn da irgendwo ein Aktenzeichen steht mit Schrägstrich 10, ist immer das Jahr dahinter gemeint, also hier 2010, aus welchem das stammt. Und es soll also dieses Aktenzeichen, das hat mich natürlich interessiert, weil es hier um Folgendes geht, und zwar eine Verordnung über die Kommunikationswege der deutschen Gerichtsbarkeit über die rechtlichen Folgen ihres Missbrauchs in Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf als Behörde des Deutschen Reichs in Führung der Dienstsach- und Fachaufsicht. Sowas interessiert mich als Fachjournalist für Staats- und Völkerrecht natürlich brennend. Da läuten auch sämtliche Glocken bei mir. Und da ich aber als Journalist auch verpflichtet bin, ordentlich zu recherchieren, bevor ich mich zu irgendetwas öffentlich äußere. Denn man trägt hier eine sehr hohe Verantwortung. Und wie Detlef vorhin auch schon sagte, kann man nicht irgendetwas machen, um die Leute aufzuhetzen oder sonst was. Da macht man sich selbst noch strafbar. Und auch die Behörden sind nicht verpflichtet, wenn es um Geheimhaltung geht oder Verfahrensverschleppung, dass ein Journalist von irgendetwas erfährt, was vielleicht dazu führen könnte, dass man einen, sagen wir mal, Schwerverbrecher nicht dingsfest machen kann oder was auch immer. Das versteht sich von selbst. Darüber, selbst wenn wir darüber erfahren als Journalisten, dürfen wir nicht darüber berichten. Das ist im Interesse der Öffentlichkeit auch verboten und bringt ja auch nichts. So, und hier hieß es dann, die sowjetische Militärregierung Berlin, das war die Veröffentlichung, die geisterte auch durchs Internet, SMR in der britischen Besatzungszone vertreten durch die sowjetische Militärverbindungsmission und Inspektion in Deutschland, erlässt zur Regelung der Kommunikationswege der deutschen Gerichtsbarkeit und über die rechtlichen Folgen ihres Missbrauchs die Verordnung, gemäß dem, das folgt. Und nur den Anfang, das andere würde zu weit bringen, da ist ein Artikel 1, da heißt es also, die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf führt offenkundig als Behörde des Deutschen Reichs als die Dienst-, Sach- und Fachaufsicht über die deutsche Gerichtsbarkeit, Artikel Römisch 3 der Verordnung Nummer 47 der britischen Militärregierung vom 30. August 1946 unter Bezug auf das führende Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit dem Aktenzeichen 2AR355/10. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf führt nunmehr die Weisungen an die ihr wegen Dienst-, Fach- und Sachaufsicht unterstellten Staatsanwaltschaften, Landgerichte und Amtsgerichte im Auftrag der sowjetischen Militärregierung in Berlin, SMR, aus dem Besprechungsergebnis laut Protokoll vom Dienstag, dem 4. Januar 2010, mit Leitung der Dienststellen und der zuständigen Dezernentin. Die offenkundige Sachstandsklärung erfolgte, dass das alliierte Kontrollrecht der sowjetischen Militärregierung in Berlin, SMR, in der britischen Besatzungszone vertreten durch die sowjetische Militärverbindungsmission und Inspektion in Deutschland auch im Bereich der britischen Besatzungszone, insbesondere im Kontrollbezirk Düsseldorf, wahrgenommen und ausgeübt wird. So, es folgen dann mehrere Artikel, in denen dann steht, dass es um Amtshilfe ersuchen geht und Polizei und was dort alles beschrieben ist, über welche dann die institutionellen und weisungsrechtlichen Maßnahmen durch diese Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ergriffen werden können. Was mich allerdings an dieser Sache stutzig machte, ich bin in solchen Sachen immer etwas misstrauisch, weil ich mir gesagt habe, nun gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf zum Beispiel Aufsichtsrechte über den Bundesgerichtshof hat oder was auch immer. Also das kann ich ja nur gar nicht glauben. Aber nun hör doch einfach mal nach, was da dran ist, und schreibt die Staatsanwaltschaft an, wie sich das gehört, und fragt da mal nach. Und zwar deshalb aufmerksam geworden, weil in diesen Verordnungen Daten genannt sind.
Zum Beispiel Dienst laut Protokoll, Dienstag, den 4. Januar 2010. Dann soll diese ganze Geschichte, wie es dann zum Schluss heißt, soll das in Kraft getreten sein am 5. Januar 2011 mit rückwirkender Kraft unanfechtbar. Und sowas interessiert mich dann, um darüber einen Bericht zu schreiben und zu sagen, also hört zu, Leute, das ist ja auch die öffentliche Pflicht der Presse, das ist alles Mumpitz, das ist alles Quatsch, das ist ein Fake, oder zu schreiben, es ist doch was dran. Also habe ich mir erlaubt, dort ein Schreiben hinzusetzen und dazu und die Anlage dieser Veröffentlichung hinzuschicken an die Generalstaatsanwaltschaft aus Düsseldorf. Und dazu muss ich Folgendes sagen: Der Briefkopf von mir trägt unter meinem Namen immer das Logo BDFJ, Bundesvereinigung der Fachjournalisten, mit meiner Nummer, da ich ja auch als Journalist akkreditiert bin. Das heißt, wenn jemand wissen will, ist das denn wirklich ein Journalist, dann ruft der einfach beim BDFJ in Hamburg an und sagt, pass nur auf, da ist die Nummer DE sowieso, ist der nun Journalist oder ist er kein Journalist? Und dann bekommt er die Bestätigung, doch, der Mann gehört, ist zugehörig und arbeitet für den Redaktionsfachbereich als freier Journalist, zum Beispiel Staats- und Völkerrecht. Und somit habe ich am 24. Januar 2012 die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf angeschrieben, mit der Anfrage zu dem Aktenzeichen. Das war ein kurzes Schreiben, sehr geehrte Damen und Herren. Aufgrund einer Internetübertragung erreichte mich die diesem Schreiben anliegende Mitteilung. Wie festzustellen ist, ist der Text der anliegenden Mitteilung mehrfach gleichlautend im Internet veröffentlicht. Aufgrund meines Fachbereichs Staats- und Völkerrecht wirft der anliegende Text einige Fragen auf, um deren möglichst zeitnahe Beantwortung ich höflich ersuche. Erstens: Ist es zutreffend, dass die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf die in der Anlage unter Artikel 1 Absatz 1 verlautende Dienst-, Sach- und Fachaufsicht führt? Zweitens: Ist es zutreffend, dass die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf die Weisungen, die in der Anlage unter Artikel Römisch 1 Absatz 2 aus dem darin genannten Protokoll vom Dienstag, den 4. Januar 2010 ausführt? Drittens: Sind die in diesem Schreiben angelegten Anlage aufgeführten Aussagen insgesamt zutreffend? Viertens: Ist es zutreffend, dass es sich bei den Aussagen oder Ausführungen der in diesem Schreiben angelegten Anlage um eine am 5. Januar 2011 in Kraft getretene Verordnung im Auftrag der sowjetischen Militärregierung handelt? Fünftens: Handelt es sich bei dem Aktenzeichen 2AR355 aus 10 um ein oder mehrere Vorgänge im Sinne des Inhalts der Anlage? Für Ihre Antwort und Mühe sage ich Ihnen voraus meinen Dank mit freundlichem Gruß. Daraufhin durfte ich wochenlang warten, habe keine Antwort bekommen und habe zwischendurch telefoniert und dann hieß es, ja, also Sie kriegen schon noch eine Antwort. Und dann bekam ich auch eine vom 15. Februar 2012, habe aber zwei Tage, bevor ich die erhielt, schon über einen Bekannten erfahren, hey, ich habe hier eine Unterlage bekommen oder ich habe auch eine Anfrage gestartet und habe da so eine komische Textkonserve als Antwort bekommen. Und da wurde es interessant, da hieß es ihr, ihre Eingabe, das war also an mich gerichtet, vom 24. Januar 2012. Ich fand es also schon mal spannend, dass die was von einer Eingabe geschrieben haben und nicht von einer Anfrage. Sehr geehrter Dr. Ratnikow, auf Ihre vorbezeichnete Eingabe teile ich Ihnen mit, dass die Auffassung, nach der die hiesige Behörde aufgrund einer Verordnung der sowjetischen Militärregierung die Dienst- und Fachaufsicht über die deutsche Gerichtsbarkeit ausübe, abwegig ist und daher keiner weiteren Erörterung bedarf. Ich weise darauf hin, dass Eingaben mit gleichgelagerten sachlichen Vorbringen nicht mehr beschieden werden. Stöckel, Staatsanwalt und so weiter. Das musste ich mich natürlich fragen, was heißt denn hier eine Eingabe? Und ich habe auch keine Auffassung vertreten. Ich habe 5 präzise journalistische Fragen gestellt. Daraufhin habe ich den Herrn Stöckel angerufen und habe gesagt, sagen Sie mal, das war der sachbearbeitende Staatsanwalt, was soll denn dieser Quatsch hier? Ich habe hier eine Presseanfrage gestellt und bekomme eine solche Textkonserve, die Sie an zig Leute geschickt haben. Ich möchte doch bitten, meine Fragen zu beantworten. Daraufhin druckste dieser Herr Stöckel rum und sagt, ja, Sie sind ja gar kein Pressevertreter, sag ich, was bin ich nicht? Ja, dann steht ja nicht auf Ihrem Schreiben, sag ich, doch, im Briefkopf steht ja drin, BDFJ, meine Akkreditierungsmitgliedsnummer, alles steht drauf. Nein, dann müssen Sie ein Schreiben schicken mit dem dicken Aufdruck Presseanfrage. Ich habe dem Mann den Gefallen getan, habe dann nochmal dorthin geschrieben und Bezug darauf genommen und habe ihn dann auch nochmal auf die Zugehörigkeit oder auf die Einhaltung des Landespressegesetzes hingewiesen und des Informationsfreiheitsgesetzes.
Und dann hieß es, dann bekäme ich von einer anderen Abteilung auch eine ordentliche Auskunft. Nur diese Auskunft habe ich nicht bekommen. Und daraufhin hat mich dann irgendwo doch der Ärger gepackt. Und dann habe ich diesen Herrn Stöckel angerufen und habe gesagt, also Leute, jetzt ist ja irgendwann mal hier Feierabend. Und da sagt der Herr Stöckel zu mir, nee, also passen Sie mal auf, das kann alles nicht sein. Und um da jetzt nicht weiterzugehen, lese ich das einfach mal vor, weil ich dann am 18. April, so lange hat sich das gezogen, vom 24. Januar, an den Leiter, das ist Herr Gregor Steinfort, der Behördenleiter, in Düsseldorf von der Generalstaatsanwaltschaft Dortmund eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den stellvertretenden Behördenleiter der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, Herrn Peter Lichtenberg, und Herrn Staatsanwalt Stöckel gestellt habe. Und das lese ich jetzt einfach vor, damit jeder mal den Zusammenhang erkennt, was hier abgelaufen ist. Sehr geehrter Herr Steinfort, als freier Journalist gehöre ich dem BDFJ, Bundesvereinigung der Fachjournalisten, als Mitglied Redaktion Fachbereich Staats- und Völkerrecht an. Soweit Sie einen Legitimationsbedarf benötigen, bitte ich um Stellung Ihrer Anfrage beim BDFJ, Bundesvereinigung der Fachjournalisten in Hamburg, Anschrift, Telefon, alles dabei. Zwecks Bestätigung der vorstehenden Angaben, meine Mitgliedsnummer lautet sowieso. Meine Dienstaufsichtsbeschwerde begründet sich aus dem Verhalten und Handeln der oben genannten Mitarbeiter der Behörde Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Nichtbeachtung des Pressegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesgesetz NRW, Landespressegesetz NRW, insbesondere § 1 Absatz 3, § 3, § 4 Absatz 1 und das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes, IFG, Informationsfreiheitsgesetz. Die Dienstaufsichtsbeschwerde wird mit dem Vorhalt erhoben, unter Missachtung der vorgenannten Gesetze die behördliche Verpflichtung versagt zu haben, einem Vertreter der Presse und die der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen. Der Dienstaufsichtsbeschwerde liegt der folgende Ablauf zugrunde. Jetzt kommt die Aktennotiz zum Vorgang 2AR35510, Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Durch mehrere E-Mail-Sendungen erhielt ich eine schriftliche Ausführung in Bezug auf ein führendes Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit dem Aktenzeichen 2AR355010. Nach dem Inhalt der mir übermittelten Ausführung soll es sich um eine Verordnung handeln, nach welcher die sowjetische Militärregierung in Berlin, SMR, vertreten in der britischen Besatzungszone durch die sowjetische Militärverbindungsemission und Inspektion in Deutschland zur Regelung der Kommunikationswege der deutschen Gerichtsbarkeit und über die rechtlichen Folgen ihres Missbrauchs einen Erlass verfügt habe, nach welchem die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf als Behörde des Deutschen Reiches als die Dienst-, Sach- und Fachaufsicht über die deutsche Gerichtsbarkeit offenkundige Zuständigkeit erlangt habe. Da ich unter anderem aufgrund meines Fachgebietes Staats- und Völkerrecht seit vielen Jahren derartigen Fragen nachgehe, rief ich am 21. Januar 2012 bei der Generalstaatsanwaltschaft an, um zum Aktenzeichen 2AR35510 mehr Informationen zu erhalten, da mir der Inhalt der Mail aufgrund mehrerer darin enthaltener Aussage fraglich in Bezug auf die Richtigkeit erschien. Mein Anruf wurde zum Sekretariat des zuständigen Dezernenten, eine Frau Baumann, geleitet. Frau Baumann gegenüber erklärte ich mich als Fachjournalist und Mitglied des BDFJ, Bundesvereinigung der Fachjournalisten. Frau Baumann äußerte, sie dürfe mir keine Auskunft geben, bestätigte jedoch die Existenz der Akte mit dem genannten Aktenzeichen und sagte lediglich, es handle sich um eine, so wörtlich, sehr, sehr dicke Akte. Sie könne mich jedoch gerne mit dem zuständigen Dezernenten Herrn Stöckel verbinden. Das Gespräch mit Herrn Staatsanwalt Stöckel fand kurz daraufhin auch statt. Auch Herrn Stöckel gegenüber erklärte ich, dass ich Mitglied im BDFJ, Bundesvereinigung der Fachjournalisten, sei und bot an, eine Kopie meines Fachpresseausweises zu übersenden. Herr Stöckel erklärte, das sei nicht erforderlich und verzichtete darauf. Herr Stöckel ließ verlauten, das Aktenzeichen sage ihm gar nichts, er müsse sich erst die Akte kommen lassen und diese einsehen. Auf die Nachfrage, warum ihm diese brisante Thema nicht gegenwärtig sei, antwortete Herr Stöckel, er habe so viele Akten zu bearbeiten, das könne er nicht im Kopf haben. Daraufhin wurde ein Telefontermin auf Dienstag, den 24. Januar 2012 vereinbart. Am 24. Januar 2012 rief ich gegen Mittag Herrn Stöckel vereinbarungsgemäß an. Herr Stöckel redete jedoch trotz angeblicher Vorbereitung um das Thema herum, versagte die Auskunft, sodass letztendlich die Aufforderung an mich gerichtet wurde, mich schriftlich zu diesem Vorgang an die Generalstaatsanwaltschaft zu wenden. Auf meine Nachfrage hin, was denn nun die Akte tatsächlich enthalte, wich Herr Stöckel mit der Aussage aus, nur anfragen. So schrieb ich noch am 24.11.2012 die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf an und fügte meinem Schreiben eine Kopie, 3 Seiten des mir übermittelten Textes anbei. Es ist anzumerken, dass meine Anfragen deutlich unter dem mehrfachen Hinweis erfolgten, Fachjournalist zu sein und dem BDFJ als Mitglied anzuhören. Mein Anschreiben enthält ebenso im Briefkopf deutlich das BDFJ-Logo und meine Mitgliedsnummer, um etwaige Anfragen zu ermöglichen.
Am 14. Februar 2012 erlaubte ich mir, Herrn Stöckel fernmündlich zu kontaktieren, um zu erfahren, wann mit der Beantwortung meines Schreibens vom 24. Januar 2012 zu rechnen sei. Herr Stöckel antwortete darauf, es habe eine Vielzahl von Anfragen zu diesem Aktenzeichen gegeben, sodass man zunächst diese Anfragen gesammelt habe. So führte Herr Stöckel weiter aus, meine Anfrage werde in den nächsten Tagen beantwortet. Am 25. Februar 2012 erhielt ich mit einer E-Mail die Nachricht eines Bekannten, die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf habe die Anfrage eines Freundes beantwortet, jedoch mit einem recht mageren Aussage, das Antwortschreiben wurde mir als Anlage zur E-Mail überreicht. Am 27. Februar 2012 erreichte mich dann ein Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf vom 15. Februar 2012 mit dem inhaltlich gleichlautenden Text, welcher mittlerweile mehrfach in völliger Übereinstimmung als Textkonserve versandt wurde. Noch am 27. Februar 2012 rief ich Herrn Stöckel an und begehrte eine Erklärung dazu, warum man mir eine stereotype Textkonserve als Antwort auf meine Anfrage zugestellt habe und ich irritiert sei, wie man Anfragen der Presse handhabe. Herr Stöckel führte daraufhin aus, ich habe der Staatsanwaltschaft ihr ein Schreiben gesandt, aus welchem nicht hervorgehe, dass es sich um eine Presseanfrage handle. Daraufhin entgegne ich Herrn Stöckel, er müsse wohl mein Schreiben nicht richtig gelesen haben, zumal er auch aus unseren Telefonaten stets darauf hingewiesen wurde, dass meine Anfrage eine Presseanfrage sei. Herr Stöckel meinte daraufhin, dann müsse ich groß und deutlich auf mein Schreiben vermerken, es handle sich um eine Presseanfrage und diese Anfrage damit groß und deutlich überschreiben. Herrn Stöckel erklärte ich zu seiner Aussage, es sei nicht üblich, dass ich private Schreiben mit dem Logo des BDFJ versende, da ich eine derartige Handhabung als unzulässig betrachte und ich mir nicht vorstellen kann, dass Herr Stöckel mir ein privates Schreiben senden würde und dieses mit dem Briefkopf der Generalstaatsanwaltschaft versehen ist. Herr Stöckel lachte daraufhin und ließ die Bemerkung ein, so wörtlich, was glauben Sie, was es hier alles gibt? Meine Reaktion darauf war die Frage, ob ich aus seiner Bemerkung schließen muss, er verwende Briefköpfe der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf für seine private Korrespondenz. Herr Stöckel verneinte dies hastig und bat mich, nochmals ein Schreiben an ihn zu richten und gut sichtbar darauf zu vermerken, es handle sich um eine Presseanfrage. Man werde dann eine andere für die Presse zuständige Abteilung veranlassen, meine Anfragen zu beantworten. Nunmehr gespannt darauf, was als nächste Maßnahme der Staatsanwaltschaft eintreten wird, um meine Anfrage nicht konkret zu beantworten, ließ ich Herrn Stöckel unter dem Datum des 27.02.2012 ein weiteres Schreiben zukommen, welches zusätzlich mit dem unterstrichenen Schriftzug Presseanfrage versehen ist. Da ich bis zum 13. März 2012 abermals keine Antwort auf mein Schreiben erhielt, rief ich Herrn Stöckel am 13. März an und fragte, wann ich denn mit einer Antwort, welche er mir zugesagt hatte, auf meine Anfrage hin rechnen darf. Herr Stöckel stockte verbal herum und antwortete dann recht zögerlich, er vermute, ich werde wohl keine weitere Antwort erhalten, außerdem habe ich ja eine Antwort erhalten, auf meinen Einwand hin, damit sei meine Anfrage nicht beantwortet, ging er nicht weiter ein. Auf meine Frage hin, welcher Vermutung er dann mit dieser Aussage unterliege, antwortete Herr Stöckel, es handle sich bei meiner Anfrage um die Anfrage einer Privatperson und da die Staatsanwaltschaft nach der StPO vorgehe, also der Strafprozessordnung, sei ich als Privatperson zu sehen und deshalb erhalte ich auch keine Antwort. Abgesehen davon, dass ich Herrn Stöckel darauf höflich jedoch bestimmt daran erinnerte, welche Zusagen er mir machte und nun das bereits diskutierte Thema Privatpersonen wieder in den Vordergrund bringt, obwohl ich seinem Begehren nochmals eine weitere schriftliche Anfrage entsprochen habe, sei ich mehr als erstaunt darüber, wie hier mit der Presse verfahren werde. So fragte ich Herrn Stöckel direkt, ob er die Pressegesetze nicht kenne. Herr Stöckel antwortete daraufhin merkbar verlegen, er kenne sich damit nicht aus. Herrn Stöckel gegenüber führte ich daraufhin aus, dass er die StPO betreffend doch wissen müsse, wie es um deren eingetretene Nichtigkeit mit Wirkung seit dem 25.04.2006 stehe, da der § 1 des Einführungsgesetzes der StPO laut Bundesgesetzblatt vom 19.04.2006 weggefallen sei und damit kein Geltungsbereich mehr für die StPO existiert. So dürfte doch vorausgesetzt werden, dass ihm als Staatsanwalt bekannt sei, etwas anzuwenden, welches nichtig ist, denn ohne Geltungsbereich kann kein Gesetz oder eine Rechtsverordnung als wirksam angewendet werden. Herr Stöckel antwortete dazu, das sei ihm nicht bekannt. Doch das sei letztlich meine Rechtsauffassung und er vertrete eine andere, seine Kollegen auch, und man wende weiterhin die StPO an. Dazu machte ich Herrn Stöckel darauf aufmerksam, dass es sich hier nicht um eine Rechtsauffassung von mir handelt, sondern um eine Rechtsverordnung des Bundes, basierend auf einem Bundesgesetzblatt, also Rechtsverordnungen und Gesetze zu befolgen sind. Herr Stöckel sagte dazu, da könne man unterschiedlicher Auffassung sein, denn auch Bundesgesetzblätter stellen lediglich nur Rechtsauffassungen dar, welche man so oder so sehen könne.
Es gilt festzustellen, dass diese Aussage von Herrn Stöckel nur noch als eine völlige Ignoranz jeglichen rechtsstaatlichen Prinzips aufgefasst werden kann und gleichlautend bekannte Willkürhandlungen der Justiz bestätigt. Obwohl alle Gespräche mit Herrn Stöckel in seinem angemessenen und freundlichen Ton geführt wurden, gab es aufgrund seiner letzten Aussagen keinen Grund mehr, das Gespräch fortzusetzen. So dankte ich Herrn Stöckel für das sehr aufschlussreiche Gespräch und merkte an, es sei ja bemerkenswert, dass über den Akteninhalt immer noch keine Auskunft gegeben wurde. Herr Stöckel äußerte daraufhin, wie bereits zuvor, nichtssagend, in der Akte seien nur Anfragen. Immerhin seit 2010, bemerkte ich dazu und beendete das Gespräch. Unmittelbar darauf rief ich die Vermittlung der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf an und bat um die Verbindung mit der Pressestelle. Es meldete sich eine Frau Meurer, welcher ich mich vorstellte und dann kurz den bisherigen Hergang schilderte. Als ich schilderte, dass Herr Stöckel im kurz zuvor genannten Telefonat äußerte, man werde mir keine Antwort auf mein Schreiben zukommen lassen und die Antwort, welche ich erhalten habe, beantworte nicht die von mir gestellten Fragen, ertönte plötzlich eine Männerstimme in der Leitung, welche cholerisch und lautstark regelrecht brüllte: Sie haben eine Antwort erhalten, eine weitere Antwort erhalten Sie nicht und nun unterlassen Sie es, uns hier weiter zu belästigen. Auf meine Frage hin, wer denn diese Person sei, die sich in dieses Gespräch mische, wurde mir weiter mehr als lautstark erklärt: Ich bin der stellvertretende Behördenleiter und Sie hören jetzt auf, uns weiter zu belästigen. Wir haben wichtigere Dinge zu erledigen und müssen uns nicht Ihren Quatsch anhören. Unterlassen Sie diese Belästigung. Dann wurde das Gespräch abgebrochen. Es war daraufhin von besonderem Interesse für mich zu erfahren, welchen Namen diese Person hatte, und ließ mich daraufhin abermals mit Frau Meurer verbinden. Als Frau Meurer mich hörte, ranzte diese mich mit den Worten an: Sie haben doch gehört, dass was der stellvertretende Behördenleiter Lichtenberg Ihnen sagte. Doch ich bemerkte dazu, dass ich nur nochmals angerufen habe, um den Namen des Herrn zu erfahren, der in unserem Gespräch eingebrochen ist. Doch den Namen habe man mir ja jetzt genannt, bedankte mich und beendete das Gespräch. Für die Richtigkeit, Dr. Werner Ratnikow, 13. April 2012. In der Dienstaussichtsbeschwerde dann weiter: Betrachtet man den Ablauf des Vorgangs zur diesseitigen Presseanfrage, kann nicht geleugnet werden, dass der Herr Staatsanwalt Stöckel sich in einer Hinhaltetaktik bediente, welche mehr oder weniger substanzlos ist. Meine fernmündlichen Anfragen wurden entgegen der vormals gemachten Zusagen nicht beantwortet. Daraufhin forderte Herr Stöckel eine schriftliche Anfrage. Die schriftliche Antwort von Herrn Stöckel vom 15. Februar 2012 beantwortet die von mir gestellten Fragen nicht und weicht diese offenkundig aus. Vielmehr wird in der Antwort sogar behauptet, es handle sich um eine Eingabe und eine Auffassung, die wohl mit der Eingabe erklärt worden sei, die ich aber nicht vertreten habe. Der weitere Ablauf zeigt offenkundig, dass Herr Stöckel Forderungen stellte, die sich bereits als Zumutung darstellen. Es wäre einfacher gewesen, der Presseabteilung meine Anfrage im Hause zu übergeben, statt eine nochmalige schriftliche Anfrage zu fordern. Hier muss davon ausgegangen werden, dass zum Zeitpunkt der Forderung eines nochmaligen Schreibens wohl schon beabsichtigt war, auch dann keine Beantwortung meiner gestellten Fragen schriftlich folgen zu lassen. Wie dann Ihr Stellvertreter, Herr Lichtenberg, sich ein Telefonat in ein Telefonat einschaltet und sich mit der Art eines cholerischen Wutausbruchs verbal über mich hermachte, erscheint bedenklich und löst weitere Fragen aus. Es muss auch hier nicht weiter erörtert werden, dass die Art und Weise, wie Herr Lichtenberg sich artikulierte, für sich selbst spricht und so kaum akzeptabel ist. Es lag weder ein Grund vor, mich zu beschimpfen, geschweige die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu begehen, indem in ein Telefongespräch eingegriffen wird, welches gegebenenfalls auch darauf schließen lassen kann, es könnten Gespräche in Ihrem Hause abgehört werden. Durch die Art und Weise, welcher sich Herr Stöckel bediente und durch Herrn Lichtenberg lautstark bekräftigt wurde, sehe ich die Rechte der Presse als verletzt an und erkenne darin den mehrfachen Verstoß gegen die Pflicht, das Informationsrecht der Presse zu beachten. Es erübrigt sich wohl, noch weiter dazu auszuführen. Es lag und liegt mir daran, eine ordnungsgemäße Recherche zu führen, so wie diese die Pressearbeit verlangt. Sollte sich vom Ergebnis her zeigen, davon ausgehen zu können, die mir zugetragene Unterlage ist dem Inhalt nach nicht zutreffend, habe ich kein Problem damit, der Öffentlichkeit das Ergebnis zu übermitteln und halte das auch für wichtig. Da im vorliegenden Vorgang das erlebte Handeln der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf in mehrfacher Hinsicht zu beanstanden ist, fordere ich hiermit letztmalig dazu auf, folgende Fragen, wie ich diese bereits mit Schreiben vom 24.01.2012 gleichlautend mit der Bitte um Beantwortung gestellt wurden, nur mehr zu beantworten. Ich habe dann also die Fragen, um das hier nicht wiederholen zu müssen, 1 bis 5, die ich vorhin eingangs vorgelesen habe, wiederholt.
Die in den vorstehend gestellten Fragen erwähnte Anlage wurde mit diesseitigem Schreiben vom 24.01.2012 übermittelt und liegt Ihrem Hause vor. Für die ordnungsgemäße Beantwortung der vorgenannten Fragen setze ich hiermit eine Frist von einer Woche per diesseitigem Posteingang. Vorsorglich erlaube ich mir den Hinweis aufzuzeigen, dass bei weiteren vorsätzlichen Verzögerungen der Missachtung des Pressegesetzes sowie des EFG der gesamte Vorgang ohne weitere Ankündigung mit sämtlichen Namen veröffentlicht wird und die erforderlichen Verfahren veranlasst werden. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Werner Ratnikow. Die Herrschaften haben dann daraufhin tatsächlich die Wochenfrist eingehalten und haben mir dann mit Schreiben vom 25. April 2012 folgende Antwort zukommen lassen, und zwar dann der Leiter, bei der diese Dienstaussichtsbeschwerde, die ich eben verlesen habe, zu seinen Händen erhalten hat. Ihre Dienstaussichtsbeschwerde vom 18. April 2012, sehr geehrter Herr Dr. Ratnikow, mit von Staatsanwalt Stöckel gezeichnetem Bescheid vom 15. Februar 2012, dazu muss ich sagen, der war nicht gezeichnet von ihm, sondern wenn man gezeichnet meint mit der Schreibmaschinenschrift, der übliche Kram, sondern von dieser Frau sowieso unterschrieben, ist Ihnen mitgeteilt worden, dass die Annahme, die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf über aufgrund einer Verordnung der sowjetischen Militärregierung die Dienst- und Fachaufsicht über die deutsche Gerichtsbarkeit aus abwegig sei und deshalb keiner weiteren Erörterung bedürfe. Ich habe dem nichts hinzuzufügen und sehe auch keinen Anlass zu Maßnahmen der Dienstaufsicht im Zusammenhang mit den von Ihnen angesprochenen Telefonaten. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich die Angelegenheit hiermit als Erledigung betrachte, hochachtungsvoll Steinfort. Das ist der Vorgang, und nun zum Pressegesetz. Wenn man sich überlegt, dass dieser Vertreter in ein Telefonat eingebrochen ist, dass er mich angepöbelt hat, dass er sich aufgeführt hat, wirklich wie ein Choleriker, und hat in das Telefon hineingeschrien, dann frage ich mich, was dieses ganze Szenario sollte, dass ein Herr Staatsanwalt Stöckel sagt, schreiben Sie uns nochmal mit der Überschrift Presseanfrage und. Und einen Monat später heißt es dann, nö, Sie kriegen trotzdem, es ist ja alles beantwortet worden, aber meine Fragen haben die nicht beantwortet. Das wird jetzt noch einige Folgen auslösen lassen, aber das war das, was ich meine zum Pressegesetz und zur Missachtung des Pressegesetzes, wie weit wir heute in der Bundesrepublik gekommen sind und wo wir uns auch wirklich kurz vor einem Abgrund befinden, hier gelandet sind, und deshalb ist es bedarf es keines weiteren Nachdenkens, wenn jemand wie Detlef Hegler in den frühen Morgenstunden überfahren wird und wir noch in der VSV einen Kommentar dazu geschrieben haben, dass wir das Jahr 2012 schreiben und dass aber die Handlungsweise an die Jahre 33-45 namens einer Macht Gestapo erinnern und man für eine kurze Zeit seitens Google diesen Artikel nicht weiter zuließ, aber mittlerweile ihn doch wieder veröffentlicht lässt, dass er abrufbar ist, dann muss man sich darüber Gedanken machen, wo wir leben. Und wenn eine Bundesrepublik Deutschland dahergeht und will Staaten wie Syrien und was weiß ich nicht alles, Ägypten damals und wen auch immer dazu berühren, doch rechtsstaatlich zu sein, Menschenrechte zu beachten und was weiß ich nicht allem, dann frage ich mich, ob es nicht sinnvoller ist, den Schmutz erstmal vor der eigenen Tür zu kehren, bevor man sich darstellen will bei anderen, um denen zu zeigen, wie es gemacht wird, aber sich selbst nicht daran halten. Und jetzt danke ich für die Gelegenheit, um das darzustellen und das Gehör. Das war's eigentlich. Ja, super. Danke dir, Werner, Dr. Werner Ratnikow. Jetzt haben wir natürlich da ein bisschen länger gebraucht dafür, aber ich denke, das war wichtig, dass wir das jetzt hier mal auch in voller Länge von dir gehört haben. Es wird ja auch dann auch aufgezeichnet und wir machen ein Video dazu, damit wir es auch noch weiter streuen können. Ja, also jetzt haben wir natürlich nicht mehr ganz so viel Zeit für sehr viele andere Themen, aber wir haben trotzdem ja zwei, die dort unten in der Warteschlange sind. Ich weiß, der Harald will uns gerne noch zum Schluss, vielleicht ganz zum Schluss der Sendung, ein paar Survival-Tipps und Infos geben, aber es gab dort jemanden, den Gorgo. Werner, kannst du den Gorgo hochholen? Dann können wir da mal schauen. Also ja, Werner bitte. Jetzt von Okitalk. Jawohl. W1 und W2. So, Gorgo, bitte die X-Taste gedrückt halten und dann kannst bzw. darfst du reden. Ja, dankeschön. Ja, guten Abend erstmal. Vielen Dank, dass ich hier sprechen kann. Und ich wollte eigentlich nur zum Dr. Werner Ratnikow Folgendes noch äußern. Und zwar ist es so, dass er mit seiner Anfrage wahrscheinlich in den Sack voll Flöhe gestochen hat, weil es ist so, dass die Souveränität der BRD nicht gegeben ist. Und das auf internationalem Parkett ist, das steht doch schon lange fest und wird auch schon lange diskutiert. Also
Eigentlich weiß es die ganze Welt. Die Einzigen, die es nicht wissen, sind die Deutschen. Sollte man sich mal näher mit auseinandersetzen, schlussendlich sind die Pressegesetze auch geregelt, und zwar über die 2+4 Verträge, wenn ich mich nicht irre, haben die alliierten Besatzermächte, insbesondere die USA, sich damals explizit die Rechte über die Pressefreiheit, also über die Presse, Rundfunk, Zeitungen, Fernsehen, Schulbildungssystem und was war es noch? Ich glaube, das Finanzwirtschaftssystem oder so, haben die sich gesichert in diesen Verträgen, die Hoheitsmächte, und da haben sie auf jeden Fall auch, was rechtlich angeht, immer das letzte Wort. Also das letzte Wort in der BRD hat nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern immer die alliierte Hohe Kommission quasi. Ja, Werner 2, Dr. Werner, willst du dazu noch was sagen? Ja, eigentlich nur ganz kurz. Es ist vollkommen richtig, was da eben gesagt wurde. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es richtig, dass man hier den Eindruck hat, in einen Sack voll Flöhe gestochen zu haben. Aber ich kann eines garantieren, die notwendige Entlausung wird noch stattfinden, um es mal so zu formulieren. Und ich weise mal auf den Artikel 139 Grundgesetz hin, dass nämlich das Grundgesetz von der Entnazifizierung zum Schutze des deutschen Volkes nicht berührt wird. Und ich denke, wir werden uns über den 139er in Verbindung mit der Generalstaatsanwaltschaft in Zukunft noch auseinandersetzen müssen. Und auch diese Herrschaften müssen lernen, dass es so nicht geht. Ja, ich danke dir. Ja, Gorgo? Das ist besonders schön, dieser Paragraph, weil die BRD wendet ja Nazi-Gesetze an. Also zum Beispiel das Staatsangehörigkeitengesetz, so heißt es heute, früher hieß es Reich- und Staatsangehörigkeitengesetz, findet, glaube ich, seinen Ursprung mit in der Nazi-Zeit. Ja, da hatte der Werner letzte Mal schon drüber gesprochen, ne? Es ist richtig, es stammt aus dem Jahre 34 in Nürnberg, seinerzeit. Nur darf man eines nicht vergessen, laut den alliierten Aussagen aus dem Jahre 2007, will ich auch jetzt gar nicht allzu weit ausführen, sieht es einfach so aus, dass die Bundesrepublik Deutschland keine Rechte hat, irgendwelche Gesetze zu erlassen oder zu ändern. Sie ändert ja auch die Personenstandsgesetze, das hat was mit der Selbstverwaltung zu tun, und diese Leute haben bis heute nicht begriffen, dass die Selbstverwaltung nicht bedeutet, dass man tun und lassen kann, was man will. Aber solange diese Herrschaften das nicht verstanden haben oder verstanden wissen wollen, muss man eben schauen, dass man, wie gesagt, diese sogenannte Entlausung durchführt. Und das werden wir auch irgendwann schaffen. Okay, aber alles friedlich und rechtlich einwandfrei, soweit es geht. Das ist immer unser Prinzip, das will ich auch immer nochmal sagen. Hier ist auch keiner rechts oder links oder rauf oder runter. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis für alle, die jetzt zuhören, das möglicherweise nicht richtig verstehen. Wir diskutieren hier Rechtsangelegenheiten und keine Politik. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt ja Entlausungsbruder. Ja, gut, also das war ja jetzt auch eine übertragene Erklärung auf den Hinweis mit dem Sack von Flöhe, aber unabhängig, oder Sack von Läusen, was hat er gesagt? Naja, weiß ich ja, ist egal, Sack von Läuse, ne, hat er aufgemacht. Okay, nee, also wir stellen uns vor allem in diesen Diskussionen gerne auch mit offiziellen Stellen, das ist gar keine Frage, oder? Werner, da bist du, Dr. Werner, bist du immer auch offen für solche Dinge, gell? Das ist ja das Problem. Die Herrschaften haben Angst, denn so wie sie in den schriftlichen oder auf unsere schriftlichen Vorträge keine ordentlichen Antworten haben, jedenfalls keine sachlichen, denn auf der einen Seite, wie auch in deinem Fall, fühlen die Herrschaften sich beleidigt oder sonst was. Auf der anderen Seite kommt aber das Innenministerium des Landes Brandenburg und lässt durch den Pressevertreter oder Pressesprecher Veröffentlichung, dass die Reichsbürger eine Art rechtsextremistischer Sekte sind. Das ist für mich eine Vollendung aus meiner Rechtsansicht des 130 StGB, also Strafgesetzbuches, im Sinne der Volksverhetzung. Ja, das hatten wir ja auch schon diskutiert, und der Sache bleiben wir auch auf der Spur. Aber ich denke, wir machen jetzt so zum Ende der Sendung noch einen kleinen Schlenker, weil wir hatten ja auch noch ein paar andere Themen. Auf jeden Fall danke ich dir mal, Dr. Werner Ratnikow, dafür, dass du uns diesen Fall sehr ausführlich berichtet hast, weil es zeigt auch, wie die Landschaft aussieht. Ja, ist also ein richtig tolles, eklatantes Beispiel für die Missachtung der Aufgabe, die wir als Journalisten haben, die öffentlich-rechtliche Aufgabe, quasi als Pendant die Mächte, die Regierung ein bisschen zu kontrollieren und ein bisschen auch die Öffentlichkeit zu informieren, auch aus unabhängiger Sicht, aber gut recherchiert. Das muss ja immer auch, das müssen wir versuchen, immer zu tun. Gell?
Ja, jetzt haben wir den Harald noch drin. Der Harald wird uns jetzt wahrscheinlich aus dem BRD-Denken, aus dem Matrix-Denken, aus der Rechtsdiskussion hinab oder wegführen hin zu den Dingen, die uns auch noch angehen, zwar auch dritte Dimension darstellen, aber nicht nur. Und der Harald Trenner ist ja jemand, der sich auch mit Überlebensdingen beschäftigt, mit Survival, ist Survival Ranger-Ausbilder. Also ist nicht nur für den Hausgebrauch, sondern wirklich bildet oder hat das zumindest, ich weiß nicht, ob es noch tut, das kann man sich ja gleich noch erläutern. Also eben auch entsprechende Leute aus, die wiederum dann auch andere wieder ausbilden und so weiter. Also Harald, du bist drin, hörst du und kannst du sprechen, dann schieß los. Ich höre euch sehr gut, hört ihr mich sehr gut? Ja, du flatterst ein bisschen im Hintergrund, aber einfach rein, einfach loslegen. Okay, danke. Ich möchte erst einmal viele Grüße Herrn Dr. Ratnikow sagen und bedanke mich für die Einführungsworte, wo er anfangs sagte, nicht jeder, der einen Doktortitel hat. Wir verlieren dich da ein bisschen. Wollen wir nochmal versuchen, die Verbindung nochmal, sprichst du nochmal was? Ich würde Ihnen vorschlagen, probier es einfach mal über Skype, da dürfte es wahrscheinlich besser funktionieren. Und zwar, wenn du auf die Okidoc.com-Seite gehst, du siehst dann beim Detlef-Logo unten drunter dieses kleine grüne Pfeilchen. Wenn du skypen möchtest mit unserem Skype-Phone, einfach da draufklicken auf dieses hier und dann wirst du automatisch verbunden. Also diese Verbindung ist alles kostenlos. Probier es einfach mal. Und dann schauen wir mal, ob es klappt. Müsste allerdings gut klappen, ohne Probleme. Ja, sorry, aber Harald, das war jetzt ganz schlecht. Wir haben nichts von dir verstanden. Gut, dann gehen wir mal weiter. Versuchen wir versuch dann nochmal die Verbindung herzustellen. Versteht ihr mich jetzt? Ja, jetzt geht's wieder etwas besser. Jetzt versuch's nochmal. Ja, es ist schon wieder ganz schlecht. Ich wollte mich mal bedanken. Ja, hallo? Ja, Harald, es ist eine ganz schlechte Verbindung. Ganz schlecht. Sorry. Okay, müssen wir irgendwie dann das nächste Mal machen, weil wir haben auch zu wenig Zeit. Aber wir haben hier den Melina noch drin. Kannst du hier mal die Melina raufholen, Werner? So. So, bitte, jetzt. Melina. Hallo Detlef. Hallo Herr Ratnikow. Nur eine kurze Frage. Es geht nochmal um die Selbstverwaltung. Wenn ich mich selbst verwaltet habe und das zu allen hingeschickt habe und ich möchte dann gerne den VSV beitreten, muss ich das dann irgendwie nachweisen, dass ich dann unter der Selbstverwaltung stehe oder nicht? Ja, gerne. In der Regel dürfte es ja kein Problem sein, einen Faxbeleg, so wie es auch dem ISTGH vorzuweisen ist, dass man die Berechtigung dort zur Strafanzeige, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen hat, dem VSV zu übermitteln. Auf der anderen Seite unterschreibt man wenn man die Mitgliedschaft beantragt, für die Richtigkeit der Angaben und sollte sich herausstellen, dass das nicht der Fall ist, hat das eben seine Konsequenzen. Nee, weil es geht darum, ich habe leider kein Faxgerät, also ich kann dann das schlecht faxen. Ich verstehe jetzt nicht, was gefaxt werden soll. Also ja, dass ich das irgendwie nachweisen muss anhand eines Faxes, wenn ich im VSV dann beitrete, wenn ich dann meine Selbstverwaltung allen geschickt habe und so, wegen dem Nachweis. Nein, es ist ganz einfach. Nochmal, der Mitgliedsantrag an die VSV ist per Post einzureichen und die Angaben, die darin getätigt werden, sind zu unterschreiben und zu erklären, dass die Angaben richtig sind. Und das reicht in der Regel aus. Wir unterstellen unseren Mitbürgern, dass die VSV nicht belogen werden. Okay, das war's schon. Mehr wollte ich nicht wissen. Vielen Dank, Herr Ratnikow. Ja, bitte. Ja, klasse. So, wenn es dazu noch Fragen, Kommentare oder so gibt, könnt ihr das jetzt noch in den letzten Minuten reinbringen. Entweder jemand hier zu Mumble rein oder hier in die Chaträume. Ich gucke da auch gleich nochmal hinein, ob da was zu finden ist. Hier bei Wake News beispielsweise gibt's da was. Dann könnt ihr da noch was reinschreiben. Ansonsten ist es so, dass wir jetzt leider den Harald nicht hören konnten. Der hätte uns sicherlich noch was Interessantes sagen können. Aber er wird sicher das nächste Mal dabei sein. Keine Frage. Und vielleicht kann man ja auch mal hier bei OrkiTalk mit ihm eine Sendung machen. Aber da muss erst die Verbindung wirklich gut klappen, sonst ist es mühsam zuzuhören. Ne? Also wir müssen da die Technik auch zur Verfügung stellen, denn wir sind ja hier im Internetradio. Ne? Ansonsten müssten wir schreiben miteinander.
Okay. Ja, also ihr seht, heute habe ich wieder einen Schwerpunkt gelegt, ein bisschen auf die rechtliche Seite und natürlich auf meine Angelegenheiten und auf Rechtsgeschichten, die in der BRD ablaufen bezüglich der Auskunftswilligkeit von Behörden, von offiziellen Stellen, die bei ganz bestimmten Themen merkwürdig reagieren. Denn normalerweise, wenn man doch nichts zu verbergen hat, dann wäre das doch ein ganz einfaches, den Sachverhalt darzustellen. Hätte ich auch schreiben können, ja, das stimmt, da gab es so ein Ding, aber da ist nichts, nicht wirklich was vorgegangen. Da gab es, was weiß ich, 100 Anfragen und die haben abgelegt und das war's. Dann hätte das ja auch schon mal eine Information dargestellt. So, in dem Sinne werden wir auch hier an dem Ball bleiben. Aber mein Anliegen ist es ja, dass wir alle zu Reportern, Journalisten werden. Weil ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir dieses Erwachen spüren in uns selbst, dieses Bewusstsein haben, dass wir alle die Pflicht haben, mit zu helfen, dass die Wahrheit rauskommt. Das heißt, wir müssen den Leuten auch Fragen stellen. Ja, und wenn man das also offiziell machen will, dann kann man das natürlich auch, indem man selbst ein Journalist wird. Ja, das kann man auch machen und das muss man nicht hauptberuflich tun, wie es der Dr. Werner Hartnikow erklärte, indem man also hauptberuflich hier irgendwie im Fernsehen, was weiß ich, arbeitet. Das ist ja nicht unbedingt jedem möglich, sondern es geht darum, dass man einfach sich gewissen Vorschriften unterwirft, dass man eben sachlich und fachlich versucht, exakt zu arbeiten und zu recherchieren. Und dann kann man das auch nach außen hin vertreten und jeder, der einen Blog hat oder irgendein anderes Medium, über das er berichten kann, dann kann man das eben auch als Medium einsetzen. Warum denn nicht? Und kann auch als Funktion Anfragen stellen an den jeweiligen Vertreter der Regierung. Das ist doch gar keine Frage. Und das ist egal, in welchem Land du dich befindest, ob das die BRD ist, ob das die Schweiz ist, ob das Frankreich ist, egal. Überall muss man natürlich die Gesetze vorher sich anschauen und da muss man sich schlau machen. Aber im Rahmen dessen ist eigentlich unser aller Aufgabe auch als Souverän, als Volk, als Mensch, derjenigen, die in der jeweiligen Nation, der Umgebung leben, dafür mitzusorgen, dass es lebenswert ist, dass es menschlich ist und das ist eines meiner Anliegen in den vielen Aktivitäten, die wir machen, ob das jetzt die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten ist, wo wir uns zum Beispiel im Moment schwerpunktmäßig mit Hartz IV beschäftigen, auch der erste Fall ist der erste Stunde hier mit dem Überfall auf mich und meine Anlagen hängt ja damit zusammen, dass wir auch über solche Missstände berichtet haben. Und da sieht man mal, wir haben da auch irgendwo ins Schwarze getroffen, sonst hätten die nicht so reagiert. Und gut, ich meine, aber je mehr das an die Öffentlichkeit kommt, so deswegen habe ich auch die Zeit eingeräumt in meiner Sendung hier heute, nicht nur meinen Fall auszubreiten, sondern auch mal die Sache von Dr. Werner Hartnikow darzustellen. Das muss ausgesprochen werden. Die Leute müssen darüber informiert werden. Sie müssen wissen, was Sache ist. Sie dürfen sich auch nicht einschüchtern lassen. Doch nicht einschüchtern lassen, weil irgendeiner Nein sagt oder einen zur Seite drängt oder lächerlich macht oder was auch immer oder hier in die Bude einbricht, wie das bei mir der Fall war. Okay, das passiert ja auch nicht jedes Mal, aber auch das kann man überstehen. Ja, und im Gegenteil, man geht gestärkt aus der Sache heraus und man sieht, hoppla, die haben ja einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und da kann man sie an den Hammelbeinen hochziehen. Ja, ich sag das jetzt mal ein bisschen jovial. Will da niemanden damit beleidigen? Ne? Also hier, jetzt vielleicht, heißt es vielleicht, Herr Detlef, was wissen alle Hammel? Nee, das sagt man, glaube ich, so. Das ist im Wortschatz. Ne? Das sollte man auch wissen. Deutsche Sprache, schwierige Sprache, schwere Sprache. Ne? Schöne Sprache, ne? Auch. Land der Dichter und der Philosophen. Na gut, wie auch immer. Jedenfalls denke ich, hier haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten. Und ich finde es auch klasse, dass wir das hier auf OrkiTalk machen dürfen. Und können, denn hier in der Zeit, wo ich ja auch gar nicht senden kann, ne? Ich werde ja auch mal gefragt, Mensch, was ist hier? Ja, ich habe jetzt eben die tolle Chance, bei OrkiTalk meine Sendung machen zu können und dafür bin ich sehr dankbar und froh. Und ich denke, es ist auch ein tolles Team und tolle Zuhörer, die wir hier haben. Jeder kann mitmachen und das wollen wir auch weiter so tun. Und auch wenn ich dann nachher mein eigenes Medium zurückhaben sollte, ich hoffe es ja, ne? Dann machen wir trotzdem hier was auf OrkiTalk weiter, nicht? Das ist doch logisch. Wir arbeiten da mehr zusammen und Werner hier hinter den Kulissen, den Werner meine ich jetzt von OrkiTalk, kann das sicher bestätigen, dass wir hier klasse miteinander zusammenarbeiten können. Was meinst du, Werner? Ja, aber klar, Detlef, ne? Du, oder? Also dich hat es ja auch schon gepackt hier, ne? Dieses OrkiTalk-Virus, ne? Wenn du da einmal infiziert bist, ja, da kommst du nicht mehr weg, ne? Ja, und ich finde das ganz klasse, dass man hier dann auch mal direkt sich einschalten kann. Und es ist live.
Ne? Da muss auch keiner Scheu haben, keine Angst haben. Darf jeder machen. Genau. Wir haben jetzt noch ein oder zwei Minuten. Gibt es noch jemanden? Ich muss mal gucken hier. Der jetzt noch hier was sagen möchte. Ansonsten würde ich sagen, kann sich der Dr. Werner Ratnikow dann auch verabschieden, nochmal kurz seine Webseite nennen oder von der VSV. Genau, das Wort, letzte Wort noch an Herrn Dr. Ratnikow und dann an dich, Detlef, und dann sind wir auch schon am Ende. Bitteschön, ja. Herr Ratnikow. Also eigentlich haben ja immer die Frauen das letzte Wort, aber ich danke dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, heute über diesen Fall berichten zu können, weil er ja im engen Zusammenhang dem Sinn nach mit dem Vorgang von Detlef zu sehen ist. Erreichbar sind wir immer über die Seite www.vereinigte-selbstverwaltungen.de, also vereinigte-selbstverwaltungen.de oder auch .org, das ist egal. Dort kann man über aktuelle Berichte nachlesen oder über rechtliche Dinge. Ansonsten nochmal schönen Dank, viele Grüße an alle Zuhörer, in der Hoffnung, dass wir etwas oder dass ich etwas zur Aufklärung beitragen durfte und die Gelegenheit hatte. Ansonsten allen noch einen schönen Tag. Ja, ich danke dir, Werner. Ganz klasse. Auch nochmal, wie gesagt, von mir aus super, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich werde versuchen, diese Aufzeichnung baldmöglichst auch als YouTube verfügbar zu machen. Und ich weiß, andere tun das auch. Ganz klasse, tolles Engagement. Herzlichen Dank für alle. Ich bin der Detlef vom Wake News Radio. Und Werner führt uns jetzt raus mit dem Jingle wahrscheinlich, oder? Bis nächste Woche Dienstag, 16 bis 18 Uhr, hier wieder orkitalk.com. Live mit Detlef. Ganz wichtig. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.